Silla. Hallo und herzlich willkommen zum 310. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Huxmistress Alexa. Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu dieser neuen Huxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich, darüber freue ich mich ganz besonders, wie immer der wunderbare Alexander Huxmaster. Und vielleicht zum letzten Mal, aber ich will auch nichts zu früh versprechen, aber zum letzten eines Monats nochmal die Folge des Monats und auch eines Jahres in diesem Fall. Was wir heute erzählen. Wird wahr nächstes Jahr oder auch nicht. Werden wir nachher drüber sprechen. Dafür, dass die Folge jetzt etwas spät in diesem Monat und in diesem Jahr kommt, also viel später wird es fast gar nicht gehen, ist es aber im Grunde genommen sowas wie eine Doppelfolge, weil sich auch noch ein hochinteressantes Interview ergeben hat, was euch in der zweiten Hälfte dieser Episode erwartet und so ein Vorausblick auf eine Episode, die wir dann 2023 nochmal mit unserem Gast machen werden, werdet ihr nachher hören. Also insofern spät, aber dafür sozusagen, ich sag's jetzt einmal, weil ich es auch einmal sagen will, alle haben das gesagt dieses Jahr, quasi ein Doppelwumms. Nein, du hast es wirklich getan, dass du dich nicht schämst, Während du schämst dich ein bisschen. Während ich mich jetzt einmal weinend in die Dusche setze, weil ich das gesagt habe, in die stille Ecke, kann Alexa ja vielleicht mal die Story der Woche erzählen. Der Woche. In der heutigen Story geht es um ein Ehepaar aus Kassel, das überraschend am Nachmittag noch Kaffeebesuch bekommt. Da hat man dann auf einmal keinen Kuchen zur Hand zum Kaffee und deswegen geht der Ehemann schnell zum nahegelegenen Bäcker und wenig später sitzt man dann gemütlich beieinander und lässt sich die Kuchenstücke schmecken. Am Ende ist allerdings noch ein Stück übrig. Wie das immer so ist, erst will es natürlich niemand essen, aber schließlich einigen sich die beiden Ehemänner darauf, es sich zu teilen. Ich musste da so ein bisschen an Loriot und den Kosakenzipfel denken. Muss ich die ganze Zeit, während du das vorliest, muss ich an den Kosakenzipfel denken. Die ganze Zeit, ja. Genau, also das Kuchenstück wird dann sorgfältig in der Mitte durchgeschnitten. Als aber die beiden Hälften auf die Teller verteilt werden, sieht man nicht nur den Kuchen, sondern auch eine mitgebackene Kakerlake, die man da also säuberlich zerschnitten hat. Das ist dann natürlich weniger schön. Ich weiß nicht, wie dieses Kaffeetrinken danach ausgegangen ist, ob man sich dann beschimpft hat oder ob man sich dann beim Bäcker beschwert hat. Das ist nicht überliefert. Es ist nicht mal überliefert, ob die Geschichte überhaupt stimmt und sich so abgespielt hat. Nach der Spinne in der Juckerpalme. Der nächste große Hollywood-Klassiker, genau. Die Kakerlake. Der Sat.1-Filmfilm. Genau, Kakerlake im Kuchenstück. Wenn es denn stimmt, erfahren wir ganz am Ende der Sendung. Thema der Woche. Heute sprechen wir bei Huxilla über die sogenannten Rauhnächte. Ob man sie jetzt mit oder ohne H nach dem AU schreibt, darüber werden wir nachher sprechen und auch über einige andere Dinge. Ich wollte euch nur erst einmal einen kleinen Text vorlesen dazu. Achtung, jetzt kommt das Zitat. Es ist eine Zeit der Stille, der Schau nach innen, der Rückschau auf das alte Jahr und der Vorschau auf das kommende Jahr. Diese Zeit ist hervorragend geeignet, einen Blick in die Zukunft zu werfen, Prognosen zu stellen und mit den Naturgeistern in Kontakt zu treten. Durch einen bewussten Umgang mit den Rauhnächten hast du die Möglichkeit, aktiv das kommende Jahr zu beeinflussen und positiv mitzugestalten. Dann kommt hier ein kleiner Ausflug in die Ursprünge dieser Rauhnächte. Das lasse ich mal aus. Und dann geht es weiter mit, achte in dieser Zeit besonders auf deine Träume. Denn man sagt, dass diese Träume im jeweils dazugehörigen Monat in Erfüllung gehen, beziehungsweise Hinweise dazu geben können, was passieren könnte. Es empfiehlt sich, ein Tagebuch zu führen und alles zu notieren, was dir in dieser Zeit widerfährt. Denn alles, was an diesen Tagen geschieht, hat eine ganz besondere Bedeutung, selbst wenn es im ersten Moment auch noch so banal und unwichtig erscheint. Soweit vielleicht erstmal. Ja. Das ist jetzt keine Bestandsaufnahme
eines alten Textes und alter Bräuche, obwohl diese Dinge immer gerne mit keltischen Traditionen oder sonstigen Dingen oder das hat man immer schon so gemacht, dass es alter Glaube gerechtfertigt werden. Meistens bei diesen Artikeln kommt dann auch noch ein Hinweis darauf, wie man am besten Wohnung oder Haus räuchern kann, um böse Energien zu vertreiben und ein paar Hinweise, wie man meditieren kann, um zur Stille und zur Einkehr zu kommen. Und mir war gar nicht bewusst, was für eine wichtige Rolle die Rauhnächte im heutigen Esoterikmarkt spielen. Also das ist ein relativ aktueller Text aus dem Internet und der gibt eben Hinweise darauf, wie man am besten mit den Rauhnächten heute umgehen kann. Ja, das Thema Rauhnächte wird uns im Grunde genommen jedes Jahr vorgeschlagen auf diversen Quellen und wir haben immer gesagt, ja, das müssen wir machen. Und in diesem Jahr ist es jetzt endlich soweit. Also all diejenigen, die uns jetzt in den letzten Wochen angeschrieben haben und gesagt haben, mach doch mal die Rauhnächte. Ja, also ihr wart auch Teil des Vorschlags, aber das ist wirklich seit Jahren auch bei uns auf der Liste. Und tatsächlich für mich, obwohl ich ja mit einer Kulturwissenschaftlerin zusammen bin, waren so zwei Aspekte erstmal präsent bei den Rauhnächten. Das eine war die wilde Jagd, die durch die Lande zieht und dass man keine Wäsche waschen darf zwischen den Jahren. Das und hat schon gar nicht draußen aufhängen. Gar nicht draußen aufhängen. Das hat mit dem draußen aufhängen nicht so unbedingt, aber das mit dem Wäschewaschen hat meine Mutter auch immer gelebt und praktiziert und mir auch immer erklärt, dass man das nicht machen darf. Auch da werden wir nachher nochmal erklären, wo das eigentlich herkommt, dass man das nicht machen darf. Was mich aber, und Alexa hat es ja gerade schon angedeutet, aber total überrascht hat und auch ein bisschen von den Füßen geholt hat und jetzt in den letzten Tagen der Vorbereitung auch der Sendung, dann so in der Endstrecke der Recherche, zum Stöhnen das ein oder andere Mal gebracht hat, war die Tatsache, dass wir dann eine Dokumentation der ARD, also in, genauer gesagt vom SWR gefunden haben, Rauhnächte, Rituale und Bräuche oder so hieß das. Und da habe ich gedacht, cool, öffentlich-rechtlicher Rundfunk beschäftigt sich mit dem Thema, das wird ja super. Und das war ganz, 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 ganz schlimm. Ich muss das mal einfach so sagen. Ich war, vielleicht kannst du deinen Eindruck da auch nochmal gleich zu schildern, Alexa. Ich war sehr, sehr enttäuscht von dieser Dokumentation, weil zum einen, wir haben da relativ genau drauf geachtet, keine Person vom Fach dabei war. Also es war kein europäischer Ethnologe, kein Volkskundler, kein echter Kulturwissenschaftler mit diesem Schwerpunkt dabei. Und es war im Grunde genommen ein 90-minütiges Schaulaufen, wie du sagst, von Esoterik-Schwurbelkram. Und zwar wirklich ein esoterischer Gemischtwarenladen, in dem sich 90 Minuten lang im Grunde genommen mit großem Genuss gewälzt wurde. Und das, ja, nein, das ist aber sehr polemisch, ja, aber ja. Ja, aber sorry, es war wirklich eine Sendung, wo ich echt gedacht habe, warum kann sowas laufen und warum fehlt da die jegliche Einordnung und auch mal eine etwas mehr so eine Metaebene auf die Geschichte, anstatt eine Frau, die sagt, Mensch, ich habe in den Rauhnächten mein Leben verändert, weil ich bin jetzt Kräuterräucherin geworden und mache einen Online-Vertrieb und gebe Seminare und die Leute können bei mir im Wald durch Räucherrituale ihre negativen Dinge des Jahres verlieren und ich räuchere dann auch Wohnungen zwischen den Jahren und lasse mir das hat sie nicht gesagt, das sage ich jetzt, ich lasse mir das gut bezahlen, weil das ist ja ihr Job. Das hat mich irritiert. Das hat mich maximal irritiert. Und deswegen umso wichtiger war es dann natürlich, dass wir uns das angeguckt haben. Darauf hast du dann gedrängt und hast gesagt, nein, wir gucken uns das jetzt zu Ende an. Aber die Einordnung der Rauhnächte, glaube ich, das macht wirklich Sinn, dass das mal einer macht. Da machen wir es halt. Es gibt ja in den Geisteswissenschaften Primär- und Sekundärquellen. Also eine Primärquelle wäre vielleicht, ja, was soll ich jetzt sagen? Irgendwie die Lebensbeschreibung XY aus dem Mittelalter oder keine Ahnung. Oder ein Text von einem mittelalterlichen Autor, den man dann sozusagen als Quelle benutzt, um dann darüber zu forschen. Mhm. Eine Sekundärquelle wäre dann die wissenschaftliche Literatur, die sich bereits damit beschäftigt hat und die das sozusagen einordnet und da eben auch diese Metaebene, die du angesprochen hast, mit reinbringt. Und den Kontext klärt und solche Dinge. Und wir haben angefangen, diese Doku, und wollten die eigentlich als Primärquelle, also als Quelle für tatsächliche Informationen nutzen.
Nee, Entschuldigung, andersrum, als Sekundärquelle, das heißt für wissenschaftliche Informationen nutzen, um uns darüber zu informieren über dieses Thema, haben aber gesagt, dann hinterher, das ist eigentlich eine Primärquelle, das ist eigentlich etwas, das wir selber uns angucken und dann ordnen wir es ein, was da gesagt wurde. Das heißt also, aus wissenschaftlicher Sicht war das nicht zu gebrauchen, obwohl vieles von dem, was die da gesagt haben, gar nicht mal hundertprozentig falsch war, aber es war dann mit so viel Schwurbel und Halbwahrheiten und Merkwürdigkeiten verbunden, dass man es halt so nicht eins zu eins benutzen konnte. Und natürlich für dich als Volkskundlerin natürlich spannend, weil als Kulturwissenschaftlerin da natürlich jetzt gezeigt wird, wie der, ich glaube, die war von 2020, diese Doku, wie der kulturelle Status, um es mal so zu nennen, der Rauhnächte in Deutschland, Süddeutschland in dem Fall eher, eigentlich so ist. Also man hat da natürlich einen guten Einblick darin bekommen, was das Brauchtum, das aktuelle Brauchtum, sage ich mal, in Anführungsstrichen, so darlegt. Und das Erste, was wir vielleicht mal vorneweg pauschal einordnen können, ist, was die alle immer sagen, ist eine Rückkehr zu den alten Bräuchen oder eine Rückkehr zur Natur. Und da ist ja die Frage, wie alt ist denn das eigentlich? Ja, wie alt ist denn das und wo findet das statt und wo hat das stattgefunden? Ja. Also was wir wirklich vorausschicken müssen, ist, dass wir hier über den europäischen Raum sprechen. Ausschließlich. Und es gibt auch andere Orte auf der Welt, wo der Jahreswechsel wann ganz anders stattfindet. Und zu ganz anderen Zeiten, mit ganz anderen Vorzeichen und ganz anderen Traditionen. Lass mich kurz einen kleinen Einschub machen. Ja. Es gibt die wilde Jagd, also wenn man auch darauf nochmal kommt, das ist tatsächlich alles ein europäisches Phänomen mit einer Ausnahme. In Kanada, insbesondere in Franco-Kanada, also der Provinz Quebec, da gibt es auch so eine Form der wilden Jagd. Und da kann man natürlich sagen, das liegt eventuell daran, dass da halt so viele Europäer halt hingezogen sind und dann haben die das mitgenommen. Genau. Aber anderswo in anderen Kulturkreisen gibt es die Rauhnächte überhaupt gar nicht. Also das wird ja immer so getan, als ob das ein altes, globales, weltumspannendes Phänomen ist. Ist aber gar nicht. Mhm. Das muss man erstmal vorher schicken. Ja, aber es macht sich natürlich in solchen Artikeln, wenn man ein Räucherwerk verkaufen will, immer sehr gut, wenn man sagt, das ist der alte Glaube. Mhm. Und keltisch ist sowieso immer cool irgendwie. Da macht es dann auch gar nicht mehr so viel Unterschied, aus welchem Bereich das dann genau kommt. Aber keltisch hört sich erstmal gut an. Aber worüber reden wir überhaupt? Wir reden über mehrere Nächte, noch nicht mal deren Zeitraum ganz genau überall immer gleich ist. Ja. Es gibt Leute, die sagen, das geht dann vom 25. Dezember bis zum Dreikönigstag, also bis zum 6. Januar. Oder aber von der Thomasnacht, das wäre dann schon der 21. Dezember bis zum Neujahr. Oder es gibt nur einzelne Nächte in diesen Zeiträumen, die dann besonders wichtig sind. Wenn man sich die Sagen anschaut, dann ist auch tatsächlich immer die sogenannte Mettennacht, also im Alpenraum spricht man dann von der Mettennacht, also der Christnacht, der Heiligen Nacht, der Weihnachtsnacht, wo dann ganz viele Sagen spielen und sich ganz viele merkwürdige Dinge zutragen. Aber es ist ein bisschen wie beim Juda-Dreieck, es ist noch nicht mal der genaue Ort sozusagen hundertprozentig immer gleich und geklärt. Und insofern haben wir da ganz viele einzelne Bräuche, Phänomene, Sagen, Geschichten, die an ganz vielen einzelnen Orten spielen. Wenn wir mal so die, sagen wir mal, gängigste Definition nehmen, dann ist das eigentlich so die Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Das ist so das Gebräuchlichste. Mhm, ja. Und dann gibt es einige, die sagen, nein, das beginnt eigentlich schon bei der Wintersonnenwende und so weiter und so weiter. Wenn wir jetzt aber diese grobe Einschätzung irgendwo zwischen Weihnachten und Heilige Drei Könige, 6. Januar nehmen, dann wären wir heute am 31.12., wo wir diese Folge auch aufnehmen, tatsächlich so gerade in der Mitte der Rauhnächte und damit dann ja auch beim Silvestertag, der ja auch in den Erzählungen, sage ich mal, rund um die Rauhnächte nochmal eine besondere Bedeutung hat. Insofern sind wir mittendrin und das, wenn ihr die Folge relativ zügig hört, dann wisst ihr auch, was ihr jetzt in den nächsten 5 Tagen, 6 Tagen zu tun und zu lassen hat. Fangen wir vielleicht mal ganz kurz an, weil wir es einmal erwähnt haben, warum oder woher das mit der Wäschewaschen kommt, vielleicht mal also als erster Aspekt und vor allen Dingen draußen nicht aufhängen, du hast das schon gesagt. Da ist die Erzählung im Grunde genommen diejenige und die steht in einem größeren Kontext, das werden wir gleich auch nochmal aufdröseln, dass man zwischen den Jahren keine Wäsche waschen soll und sie auch nicht draußen aufhängen soll, weil, und da kommt jetzt die wilde Jagd,
so als ein weiteres Element hinzu. Da könnte man dann sagen, ja, das ist vielleicht aus der nordischen Mythologie, weil es gibt dann Erzählungen, wo Odin die anführt oder Wotan. Oder aber auch andere Erzählungen, die sagen, naja, zwischen den Jahren sind die Tore zwischen den Welten der Lebenden und der Toten geöffnet. Und dann ist das nicht Odin, sondern es sind wirklich das Totenheer, was einfällt. Wurscht, auch darüber reden wir gleich noch ein bisschen mehr ausführlich. Das reitet also durch die Lande, man hört es auch, das sind die Geräusche, der Sturm, das Gedonner, das Merkwürdige, was man draußen hört. Wir haben das ja durch den Einspieler versucht zu visualisieren. Und wenn dann die weiße Unterbuchse an der Leine hängt und das Heer sich darin verfängt, dann finden die das halt nicht cool, weil die dadurch gebremst werden. Die merken sich das. Das ist genau der Punkt. Die merken sich das und dann gibt es auch wieder verschiedene Erzählungen. Dann gibt es also die Erzählung, dass diejenige, dem das Kleidungsstück gehört hat, dass das zum Leichentuch wird. Das soll also heißen, dass diese Person in dem darauffolgenden Jahr versterben wird. Oder jemand aus dem Haushalt wird versterben. Da ist es immer so ein bisschen unterschiedlich. Und wer das kennt, vielleicht aus der Großmutter oder auch der Müttertradition, nicht Wäsche waschen zwischen den Jahren, weil sonst stirbt einer. Genau da kommt es her aus dieser Erzählung. Aber das ist halt nicht mehrere Hunderte, Tausende von Jahre alt, diese Erzählung, sondern eine relativ frische Erzählung. Ja, also wo du es gerade erwähnt hast, es ist ganz oft so, dass die wilde Jagd oder das wütende Heer oder wie auch immer man es nennen möchte, in diesen Nächten unterwegs ist. Das wird halt von ganz unterschiedlichen dämonischen Anführern angeführt. Also manchmal ist es eben Wode, also im Sinne von Wotan. Es gibt die Frau Perchta, es gibt aber auch den Rübezahl oder sogar historische Gestalten, also zum Beispiel den Herodes, der das Heer anführen kann. Und das ist schon ganz interessant, was sich alles für Bräuche und Sagen damit verbinden. Es gibt in der Sagenforschung schon Hinweise darauf, dass dieses wütende Heer auf sehr, sehr viel ältere Vorstellungen, also du hast es erwähnt, auf das Totenheer zurückgehen. Und dieses Totenheer, das hat man zum Beispiel schon in der Snorra-Edda. Das sind die Toten, die in der Schlacht gefallenen Kämpfer, die immer wieder erweckt werden und müssen dann weiterkämpfen und ziehen dann auch durch die Gegend. Und gerade in der Schweiz vor allen Dingen hat man dieses Phänomen des Totenzuges, des Totenheeres ganz, ganz oft in den Sagen. Ich zitiere hier teilweise aus Leander Petzold Einführung in die Sagenforschung. Das ist natürlich so ein Standardwerk, was man ganz gut als Informationsquelle nutzen kann und wo das Ganze auch mit Quellen eingeordnet ist. Also das ist schon nicht schlecht. Es ist allerdings ganz oft so, wenn jetzt Journalistinnen und Journalisten gerne, weil es gerade angesagt ist, über die Rauhnächte schreiben und Artikel veröffentlichen wollen, dass die dann einfach mal gucken, was gibt's denn so für Bräuche und womit hängen die denn so zusammen? Und die landen dann ganz schnell bei einem Werk, das erstaunlich beliebt ist, aber vollkommen ungeeignet zur wissenschaftlichen Arbeit ist, nämlich dem Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Das ist ein Werk, das entstanden ist zum Beginn des 20. Jahrhunderts und das ursprünglich bestand aus einer Karteikartensammlung, also wo einer der beiden Herausgeber dieses dann irgendwann zehnbändigen Werkes gesagt hat, ich sammle jetzt einfach mal alles, was mir unter die Finger kommt und packe das eben in dieses Standard-Nachschlagewerk. Und dann haben wir das da, wir Volkskundler und Volkskundlerinnen, also damals wahrscheinlich eher die Volkskundler, und dann können wir da immer wieder reinschauen. Das bitte, bitte, bitte ist mit absoluter Vorsicht zu genießen. Da sind wir wieder bei den Primär- oder bei den Sekundärquellen. Das ist keine Sekundärquelle, wo diese Dinge wissenschaftlich eingeordnet in einen Kontext gesetzt werden, wo der historische Kontext dessen, was die da gesammelt haben, irgendwie besprochen wird. Das kann man einzig und allein als Denkanstoß nehmen, um zu sagen, okay, das finde ich ist ein spannender Aberglaube, das ist jetzt auch schon wieder ein schwieriger Begriff, aber
ein spannendes Brauch. Phänomen des Volksglaubens oder der Bräuche. Da möchte ich mal genauer hingucken und dazu möchte ich mir mal wissenschaftliche Literatur suchen. Also bitte nicht aus dem HDA 1:1 irgendwelche Sachen übernehmen und dann sagen, das war aber schon immer so und so machen die Leute das halt. Das ist sehr, sehr kontrovers. Kommen wir nochmal darauf zurück. Ich habe schon gerade einmal angedeutet, der gröbere Kontext bei den einfachen Bauern, sage ich mal, wenn man das mal vielleicht so zusammenfassen will, der frühen Neuzeit, da kann man die Vorschriften und Anweisungen für die Rauhnächte, das kann man so ein bisschen überspitzt formulieren, wie so eine Gewerkschaftsanweisung. lasst mal die Arbeit ruhen für 11-12 Tage. Das ist nämlich ein über allen Dingen schwebendes Thema. Man soll nur das Nötigste im Haushalt machen. Man soll sich ein bisschen zurückziehen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass natürlich die Wetterbedingungen im Jahreswechsel mal schwierig sind, wobei wir aber auch so im slawischen Raum uns bewegen und in anderen Räumen in Europa, auch da gibt es Erzählungen der Zeit zwischen den Jahren, also da ist es dann vielleicht gar nicht so kalt, da gibt es vielleicht ein paar Stürme, aber nicht dieses bitterkalte, aber generell so eine Anweisung zwischen den Jahren, um diesen blöden Begriff jetzt zum tausendsten Mal zu benutzen, ein wenig zur Ruhe zu kommen, das ist eigentlich so das, was über den Rauhnächten zunächst mal schwebt als grundsätzliche Anweisung und dann auch immer so ja ein wenig, wie will man denn das hinbekommen, eben mit so einer Drohgebärde, dann gibt es eben die wilde Jagd oder die Perchta, die da mitreitet, die dich holt oder was auch immer, die dich bestraft, wenn du dich nicht an diese Regeln hältst. Ja, also ganz grob kann man die Sagen und die daraus erwachsenen Handlungsanweisungen in zwei unterschiedliche Blöcke teilen, einmal die Abwehr von Bösem und dann das Orakeln, also das Vorhersagen, der Versuch irgendwie herauszubekommen, wie denn die nächste Zeit, also das nächste Jahr, so ablaufen könnte. Das sind so die unterschiedlichen Bereiche, in denen wir uns da bewegen. Was jetzt die Abwehr angeht und dieses, du hast es gesagt, zur Ruhe kommen, das ist natürlich einerseits richtig. Es ist nur die Frage, ob das nicht schon eine zu moderne Interpretation ist. Ja, natürlich. Denn man hat, wenn man jetzt aufs Mittelalter und auf die frühe Neuzeit schaut, sehr, sehr eng an der Natur gelebt, wesentlich enger an den Kreisläufen der Natur, als wir das heute unter Umständen tun. Obwohl mir die Landwirtinnen da wahrscheinlich nicht zustimmen werden. Die haben ja heute noch natürlich sehr, sehr viel mit Natur zu tun, zwangsläufig. Aber es ist tatsächlich so, dass das Jahr genauso abläuft, wie die Natur es vorschreibt. Und logischerweise findet dann eben im Winter, wenn die Natur zur Ruhe kommt, auch bei den Menschen, die mit der Natur leben, nicht so viel statt. Wir haben wenig Licht, man kann nichts auf dem Feld machen, man muss natürlich das Vieh weiter versorgen, das ist ganz klar, aber ansonsten gibt es einfach viele Arbeiten, die sonst gang und gäbe sind, die für diese Zeit gar nicht so gut geeignet sind. Und es ist eigentlich ganz klar, dass wir in diesen Sagen und Erzählungen und in diesen Bräuchen soziale Normen haben, die da zum Ausdruck kommen und die man sich vielleicht auch besser merken kann, wenn man sie in interessante Geschichten verpackt. Und wir haben aber bei diesen Geschichten auch gleichzeitig einen Unterhaltungsfaktor, weil was will man denn machen? Die ganze Zeit, wenn man da zusammensitzt, man möchte sich ja irgendwie auch was Interessantes zu sagen haben und dann im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, haha, und dann erzählt man sich halt eben solche Geschichten. Das heißt, da kommen ganz unterschiedliche Dinge zusammen. Und was wir in dieser Dokumentation, in Anführungsstrichen, oder dieser Sendung, die wir uns angeguckt haben, dann auch gehört haben, und das hat uns beide dann auch wieder im gleichen Maß aufgeregt, war dann, dass dann jemand erzählte, ja, das ist ja auch eine Zeit, wo die Menschen gar nicht wussten, wie ist es denn, geht die Dunkelheit vorbei, wird die Sonne wiederkommen, werden die Tage wieder länger werden, bleibt es für immer dunkel? Wird uns der Himmel auf den Kopf fallen? Wo ich dann gedacht habe, das ist so diese typische Arroganz, die wir heute als Menschen der Jetztzeit haben. Natürlich ist das unangenehm gewesen in der damaligen Zeit und natürlich ist es viel schwieriger gewesen, ohne eine Zentralheizung ein Bauernhaus warm zu halten, all diese Dinge, das ist alles viel, viel anstrengender. Aber
du hast es gerade schon gesagt, die Menschen haben an den Abläufen der Natur gelebt. Natürlich wussten sie, dass es weitergeht. Die haben sich ja vorbereitet in dem Moment, wo dann wieder die Saat und all diese Dinge begannen. Das war ja bei denen. Man macht den ganzen Krempel ja nur, um sich vorzubereiten. So, das war ja alles einprogrammiert. Ja. Also dazu sagen, die haben dann gesessen, haben gesagt, um Gottes Willen. Mhm. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, nee, geht doch weiter. Das ist so eine arrogante Vorstellung der Menschen der damaligen Zeit, die mir überhaupt nicht behagt. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter darüber gesprochen. Dann hast einen interessanten Satz gesagt, nämlich da hat es damals wahrscheinlich auch Leute gegeben, die fanden das alles gar nicht so schlimm, die waren vor allen Dingen gar nicht so abergläubisch, die wird es auch gegeben haben, diese Leute, wobei natürlich der Volksaberglaube vermutlich weiter verbreitet gewesen sein wird als heute. Aber na, wenn ich mir die heutige Esoterik-Szene so angucke, bin ich mir da gar nicht so sicher, aber ja. Also auch das ist so ein Aspekt, also da darf man nicht den Fehler machen zu glauben, dass die Menschen einfach vollkommen dumm in den Tag hinein gelebt haben und keine Vorstellung davon hatten, wann der Winter vorbei ist und all diese Dinge, und die haben auch sehr genau gewusst, wann die Wintersonnenwende war. Also denen war schon auch klar, dass in den Rauhnächten die Tage per se wieder länger werden. Das war denen bewusst, weil die danach ihr Leben geplant haben. Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn das so negiert wird, dass das so gewesen ist. Wenn man sich frühneuzeitliche landwirtschaftliche Quellen anguckt, Primärquellen, dann sieht man daraus, dass die relativ genau wussten, was sie wann tun mussten, auch ein profundes Erfahrungswissen hatten. Also wir kennen natürlich diese absurden Bauernregeln, also kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt es, wie es ist. Das fasst alle Bauernregeln zusammen. Ja, genau. Die gibt es natürlich auch, die nicht so viel Sinn machen, aber es gibt auch Erfahrungswissen, wo man aus Beobachtung durchaus interessante Dinge ableiten konnte und dann zumindest versuchen konnte, so ein bisschen vorherzusagen, was wann passiert. Das nimmt natürlich nicht diesen letzten Rest Unsicherheit, aber es gibt ganz gute Handlungsanweisungen. Also schlau waren die Leute damals auch. Und wie du gesagt hast, es wird sicherlich ein paar Leute gegeben haben, die sehr, sehr stark an sowas geglaubt haben. Wir haben ja mal über The Burning of Bridget Cleary, glaube ich, hier sie gesprochen, also wo wirklich Menschen geglaubt haben, es gibt verrufene Orte und wer da hingeht, wird zum Wechselbalg. Das sicherlich auch. Auf der anderen Seite wird es sicherlich auch bodenständige Menschen gegeben haben, die gesagt haben, komm, ich nehme das jetzt cum grano salis, mach das zwar mal alles so, weil schadet ja nichts, aber so richtig glauben tue ich das nicht. Und dann ging es ja noch weiter. Also da wurde diesen Menschen eben diese Unsicherheit, wie geht es denn überhaupt jemals weiter, untergeschoben, um dann zu sagen, und deswegen haben sie sich dann, da kommen wir jetzt nämlich auf den zweiten Aspekt, den du ja auch schon angesprochen hast, mit dem Orakeln beschäftigt. Also dann war es ja ganz wichtig, in die Zukunft zu blicken, Klammer auf, um herauszufinden, ob es überhaupt noch eine Zukunft gibt, Klammer zu. Und das ist natürlich völliger Quatsch, das so zu interpretieren. Natürlich ist eine Zeit, in der man im Wesentlichen im häuslichen Kontext unterwegs ist, auch eine Zeit, wo man das vergangene Jahr auch damals hat Revue passieren lassen und noch nach vorne geschaut hat. Und ich meine, bis heute lesen Menschen Horoskope und machen andere Dinge pendeln. Und übrigens pendeln. Und damals war tatsächlich auch eine Zeit, in der das Bleigießen entstanden ist. Also das machen ja heute bis heute, ich glaube jetzt, da waren das, glaube ich, Wachsgießen? Wachsgießen damals, genau. Heute, nee, ja, heute gibt es, glaube ich, auch wieder. Ich weiß gar nicht, ob es Blei noch gibt. Ich glaube, das ist eine sehr gute nicht. Frage. Ich glaube, deswegen ist es jetzt Wachsgießen. Wurscht. Also Zeug in Wasser, damit es irgendwelche komischen Formen angibt. Das war eben etwas, was man getan hat. Aber auch hier ist so die Frage, ob man das eher so als gesellschaftlichen, fast als Gesellschaftsspiel betrieben hat oder das wirklich sehr ernst genommen hat, das wissen wir nicht. Aber das war eine Zeit, wo man auch für solche Dinge mal die Gelegenheit hatte, das zu tun. Und was ich ganz spannend finde, Alexa, auch das hast du gesagt, ist, dass die Zeit um den Jahreswechsel herum nicht die Zeit war, wo die Leute sich über irgendwie ihre Versorgung oder andere Dinge Sorgen gemacht haben. Also gab es auch, wenn die Ernte besonders schlecht gewesen ist. Aber im Grunde genommen ist so das Ende des Winters, also das Frühjahr, die Sorgenzeit gewesen. Nämlich genau. Die Frage, reichen unsere Vorräte noch? Da gehen sie noch? Nämlich langsam aus. Und dann kam natürlich geschickterweise das Fasten. Ja. Praktischerweise. Und danach ging es dann halt wieder richtig los, dass der Garten was hergegeben hat und das Feld. Und dass man dann halt wieder auch mit dem Käsemachen starten konnte und all solche Sachen. Also da gibt es natürlich dann eben auch wieder die Natur, die einem genau vorschreibt, was wann am besten zu passieren hat. Und was man dann macht, das sagt einem eben das Erfahrungswissen.
wissen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also im Netz ist zu finden, dass seit 2018 der Vertrieb des Bleigießen-Sets verboten ist. Habe also, ich doch gedacht, ja. Genau, also du kannst Zinngieß-Sets bekommen, aber eben kein Bleigießen mehr machen. Und insofern haben wir auch da wieder, um zurückzukommen zu dem, was du gerade gesagt hast, ganz, ganz viele Behauptungen, die heute eben in diesen Artikeln als völlig selbstverständlich dargestellt werden. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, einfach nur um den Menschen etwas Angenehmes für den Jahreswechsel an die Hand zu geben und gar nicht so sehr eben eine Beschäftigung mit der tatsächlichen Geschichte. Wenn man sich mal so Sagensammlungen anguckt, die gibt's auch im Netz, also die Seite sagen.at zum Beispiel, wirklich ein Füllhorn von Quellen aus ganz verschiedenen Kulturräumen, ganz viel aus dem Alpenraum, aber auch aus anderen Bereichen der Bundesrepublik zum Beispiel. Dann sieht man meistens darunter, wenn da die Quelle verlinkt ist, dass das so Sagensammlungen aus dem frühen 20. Jahrhundert sind, aus denen die Geschichten stammen. Und es ist unmöglich, bei allen diesen Sagen, diesen Bräuchen genau zu beschreiben, wie lange die schon Bestand haben, woher die genau kommen und was für eine durchgehende Tradition die haben. In den meisten Fällen haben sie die nämlich gar nicht. Also es gibt vielleicht einzelne Versatzstücke, die man relativ weit zurückverfolgen kann. Aber unsere Kultur ändert sich dann eben doch so schnell, dass da sich das dann eben mit anderen Dingen vermischt und man so eine ganz lange durchgehende Kontinuität so gut wie gar nicht findet. Die will man aber gerne in solchen Fernsehsendungen darstellen. Ja, ja, das wäre natürlich schön. Und dann ja. hätte man es auch ununterbrochen. So ist es eben nicht. Das haben wir, glaube ich, jetzt nochmal schön herausgearbeitet. Vielleicht ganz kurz, weil du die Wortherkunft, rau mit H oder ohne H, die Etymologie, da wollen wir ganz kurz auch noch einen Blick drauf werfen. Es ist so, dass das Wort rau ohne H im Grunde genommen auch auf das Wort haarig zurückgeführt werden kann. Also die Rauware in der Kirschnerei ist im Grunde genommen ja rohe Tierhäute sozusagen, wo noch Fell dran ist. Und da könnte man dann jetzt interpretieren, ob das stimmt oder nicht, aber die Etymologen versuchen das zumindest, dass es die Dämonen aus der Totenwelt sind, die dann zum Teil mit Fell bekleidet oder besonders haarig sind. Es gibt auch Erzählungen, dass in den Rauhnächten sich Menschen in Werwölfe verwandeln. Auch da wird es dann haarig im wahrsten Sinne des Wortes, haha. Also das ist eine Herleitung und die andere Herleitung kommt dann aus dem Bereich des Räucherns, das hast du auch schon gerade gesagt. Also dass im Grunde genommen während der Rauhnächte geräuchert wird. Und damit dann sozusagen das Negative, was sich über das Jahr angesammelt hat, ja vertrieben wird. Also mit dem Rauch in so einem quasi magischen Ritual, das dann verlässt. Ja, also das ist natürlich ganz interessant, sich das anzuschauen. Findet man ja auch an allen Ecken und Enden im Netz, diese Etymologie. Und natürlich kann man oft Wortherkunft und Entwicklung relativ genau bestimmen, ob das jetzt in dem Fall auch so ist oder ob man das vielleicht eher mit Vorsicht genießen sollte. Bei mir schrillen da so ein bisschen die Alarmglocken. Das sei dahingestellt. Das ist allerdings auch gar nicht letzten Endes das Entscheidende, was da sozusagen eine Rolle spielt. Ich habe mal überlegt, wie man das ganze Thema am besten zusammenfassen kann, wenn man sich die Rauhnächte mal näher anschaut. Wir haben einmal ganz entscheidend das Erzählen von Geschichten. Mhm. Ich habe vorhin ja schon beschrieben, daraus lassen sich erstens soziale Normen ableiten, die dort dargestellt werden auf eine Weise, an die man sich dann eben besser erinnern kann. Auch moralische Vorstellungen schwingen da ganz oft mit. Also wenn zum Beispiel die Rede davon ist, dass man sich nicht streiten sollte, also dass man Streit beilegen sollte, dass man geliehene Dinge eben, bevor das Jahr zu Ende ist, zurückgeben sollte und derlei Dinge mehr. Also alles eigentlich Traditionen, die den sozialen Zusammenhalt auch fördern würden, wenn man sich denn da dran hielte. Zum anderen hat man natürlich auch das Erzählen mit Unterhaltungswert. Vielleicht auch ein bisschen bei diesen Geschichten die Lust am Gruseln. Und
Wir haben noch nicht so sehr darüber gesprochen, dass es ja ganz viele Traditionen gibt, wie alt sie denn nun wirklich im Einzelnen sein mögen, sei wieder mal dahingestellt. Aber wir haben ja zum Beispiel das Perchtenlaufen oder das Rummeltopflaufen. Also wenn irgendwie Krach geschlagen wird, wenn man da lärmend durch die Straßen zieht und vielleicht auch ein bisschen die Leute erschreckt und herumspukt. Und auch die Geister eben vertreibt. Ja, durch genau. Den Lärm. Das genau, ist ja auch das, der Punkt. Da haben wir nämlich wieder dieses magische Denken und diese Abwehr, Zauber fast, die man da praktiziert. Und vielleicht spielt dort auch gerade bei den Perchten eine Rolle, selber zu dem zu werden, was man fürchtet. Also wenn ich selber das werde, so tue, als wäre ich das, wovor ich mich fürchte, dann gewinne ich vielleicht wieder eine Macht über meine eigene Angst. Lass uns ganz kurz das einmal einordnen. Also Rummelpottlaufen, wirklich ein alter Topf, ein Eimer, in dem rumgeklöppelt wird. Das ist eher etwas, was es in Norddeutschland gibt als Brauch zwischen den Jahren. Und die Perchten, die meisten werden es kennen, aber wir sagen es nochmal, dass dann eben diese pelzigen, mänteltragenden Gestalten, die dann ganz grässliche Dämonenmasken aus Holz. Genau, das sind die Schirchperchten, genau. Tragen und herumlaufen. Also die bösen oder hässlichen Perchten. Dann gibt es natürlich noch die schönen Perchten, die etwas anders gekleidet sind und andere Masken tragen. Das ist dann eher so ein Brauch, der hier im Bayerischen oder dann aber auch im Österreichischen gibt es artverwandte Bräuche stattfinden. Und ganz interessant auch die Tatsache, dass die Perchter, also die Anführerin in einigen Erzählungen der wilden Jagd oder die Partnerin von Wodan in der wilden Jagd, je nachdem, welche Erzählung man sich herausgreift, so ab der Mitte von Deutschland und dann weiter nach Norden dann irgendwann auch ersetzt wird durch Frau Holle. Das finde ich auch ganz interessant, dass wir hier Frau Holle, die wir aus dem Märchen natürlich alle kennen, aber auch zwischen den Jahren sozusagen als, wie soll ich sagen, als Richterin, wie gut Menschen gelebt haben und sich an Regeln gehalten haben, wie wenig verschwenderisch sie waren oder was auch immer, dann auch bei der wilden Jagd dabei ist. Und dann ist es auch die Hulda, nicht Frau Holle, also mit so einer Lautverschiebung in den ein oder anderen Regionen. Und die kommt dann auch und guckt nach dem Rechten. Das finde ich ganz interessant. Ja, also das wäre jetzt schon wieder so eine Figur, über die man eine eigene Folge machen müsste. Definitiv. Denn die hat eine sehr, sehr spannende Entwicklung auch durchgemacht. Und soweit man das irgendwie festzurren kann in der europäischen Ethnologie, kann man da ganz interessante Dinge dazu sagen. Die Geschichten in dem Zusammenhang haben auch ganz oft damit zu tun, was du eingangs erwähnt hast, dieses, man soll eben nicht über das Nötigste hinaus eben in dieser Zeit arbeiten, man soll nicht spinnen und solche Dinge im Sinne tun. Von genau. Faden am machen. Spinnenrad sitzen, genau. Und solche Dinge, also da zeigt sich auch wieder ganz stark, dass aus diesen Erzählungen und aus diesen Bräuchen, Handlungsanweisungen und soziale Normen sich ableiten oder ablesen lassen. Und ich glaube, dieses magische Denken, was in diesen Sagen zutage tritt und auch in diesen Bräuchen zur Zeit der Rauhnächte, das spricht doch viele Menschen heutzutage auch noch an. Die Möglichkeit, dass man hier eine Zeit hat, die per se schon so bedeutsam ist, dass alles, was da passiert, irgendwie mit Sinn aufgeladen werden kann. Mhm. Also ich erinnere nochmal an das, was ich eingangs vorgelesen habe. Achte besonders auf deine Träume, denn was du jetzt in dieser Zeit träumst, das wird wahr. Und da kann man dann sogar noch über die Tage hinweg Aussagen treffen für die einzelnen Monate des kommenden Jahres. Das ist ja schon ziemlich elaboriert eigentlich als System. Für manche Menschen scheint das eine gute Möglichkeit zu sein, auch heute noch Kontrolle über unkontrollierbare Situationen zu gewinnen. Also in einer Zeit, in der wir uns schon schützen, so gut es eben möglich ist mit allem Möglichen, was man da so unternehmen kann,
haben wir doch immer so einen Rest Unsicherheit und können keine verlässlichen Vorhersagen über viele Dinge, die auf uns zukommen, treffen. Keiner weiß, was nächstes Jahr passiert und ob es besser wird als 2022 oder schlechter wird als 2022. Und selbst wenn man das könnte, wäre es immer noch die Frage, für welche Personengruppen oder einzelne Personen will man diese Aussage treffen. Also man kann dann natürlich es so gut wie möglich versuchen, aber du wirst es nie bis zur letzten Sicherheit schaffen. Und wir haben ja schon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in einem Ferngespräch über Volksglauben bzw. Aberglauben darüber gesprochen, dass das eben für viele Menschen eine Möglichkeit ist, ein Gefühl der Kontrolle wieder zu erlangen. Also wenn ich X tue, passiert Y oder es passiert Y eben nicht, vor dem ich vielleicht Angst habe. Und das ist eben so ein Vehikel. Und ein Aspekt, der mir sehr stark aufgefallen ist, weil wir uns natürlich seit vielen Jahren auch mit diesen Themen beschäftigen, ist so die, ich glaube, ich habe es einmal hier in der Episode schon gesagt, der esoterische Gemischtwarenladen, der sich so gebildet hat. Also da erleben wir dann auch in dieser Sendung dann wieder, und das findet man aber auch genauso im Netz, also da muss man gar nicht lange suchen, Rauhnächte sind die ersten 20 Treffer eher so ESO-Gemischtwarenläden, die einem genau erklären, was man alles tun, machen lassen soll und auch welche Seminare man buchen soll, damit das alles gut gelingt. Und da geht es also wirklich von Übungen aus dem Tai Chi über Achtsamkeitsmeditationsübungen, dann so magisches Glauben, das so sehr angelehnt geht in die Richtung von The Secret, ja, wo dann das Räuchern gemischt wird mit dem Wunsch, den man auf den Zettel schreibt und verbrennt. Der muss aber positiv formuliert sein, sonst kommt es negativ auf einen zurück. Das kennen wir natürlich alles aus The Secret. Und man kann sich vorstellen, wenn Menschen, die schwer krank sind, da einen Wunsch äußern und dann sagt man, hast du was falsch gemacht, sonst wärst du ja gesund geworden im nächsten Jahr. Also da wird es dann wieder gefährlich mit der Esoterik, haben wir ja auch vor einiger Zeit im Ferngespräch mal besprochen, im World Mike Special. Aber das wird alles zusammengerollt. Und da gibt auch die gleichen Personen, die da in dieser Fernsehsendung agiert haben, greifen also wirklich aus Achtsamkeitsübungen von Kabat-Zinn zu Tai Chi, zum Teil keltischen, germanischen Glaubenserzählungen und rollen das alles so zusammen und tun dann so, als ob das alte Wissen ist, was uns verloren gegangen ist. Mhm. Und das ist einfach auch perfide. Das ist eben gar nicht alt oder vielleicht ist es alt. Aber wenn es denn alt ist, so wie Tai Chi zum Beispiel, dann kommt es halt nicht von hier. Und da, wo Tai Chi tatsächlich gemacht wird, haben die keine Ahnung von den Rauhnächten. Also das muss man sich einfach auch mal ganz klar vor Augen führen. Interessant finde ich auch die Mischung von Yoga und ja, den Rauhnächten. Googelt mal Rauhnächte. Ich glaube, der vierte Treffer ist Yoga mit irgendeinem Frauenname und ihr gibt dann Ratschläge für die Rauhnächte. Also es ist völlig abgefahren, was da sich für einen Markt auch drumherum entwickelt. Und jetzt gibt es dann entsprechend Artikel, die sagen, es gibt eine Renaissance der Rauhnächte. Ja, weil es ein Wirtschaftsmarkt ist. Also auch hier kann man wieder sagen. Naja, und weil die Zeiten halt so unsicher sind, ja, dass wir dieses Kontrollbedürfnis vielleicht in noch stärkerem Maße wieder haben. Und da finde ich ganz schön, da gab es dann so eine Sequenz, wo die dann mit so einer kleinen Gruppe bei so einem Seminar in einem kleinen Bächlein standen und dann wurde gesagt, stellt euch jetzt vor, wie eure Sorgen und Probleme mit dem Wasser hinwegfließen. Und dann hast du gesagt, ja, aber da brauchen wir doch gar keinen esoterischen Überbau. Das ist auch schön, mal im Wald zu sein und so ein kleines Bächlein plätschern zu hören. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, den wir in unserer sehr schnelllebigen Zeit, das gestehe ich ja gerne zu, uns selber gar nicht mehr zugestehen, dass wir mal, wenn wir in einem Wald sind, nur aufs Plätschern von so einem Bächlein hören oder auch mal nur auf den Wind, der in den Bäumen rauscht oder dass wir abends mal vor die Tür gehen und mal einfach, wenn wir die Chance haben, in den Sternenhimmel gucken und das toll finden. Also das sind natürlich Dinge, die wir uns selber zum Teil auch wegnehmen und dann braucht es halt jemanden, der einem in einem Coaching oder in einem teuren Seminar das wieder beibringt. Das können wir aber auch alles ganz alleine. Wir müssen da nur die Gelegenheit zu haben und uns die Zeit für diese Dinge nehmen und das zulassen. Genau, und wir wollen jetzt natürlich auch nicht zu sehr Spielverderber sein. Es ist gut, wenn man etwas für sich tut, ob nun in dieser Zeit genau zwischen den Jahren sozusagen oder eben auch sonst, das ist sicherlich wunderbar. Es ist nur die Frage, ob man es unbedingt mit so einem magischen Weltbild aufladen muss, das Ganze. Und selbst wenn man das möchte, soll man das unbedingt tun. Das ist völlig okay. Da macht es halt dann nur das Maß. Man sollte einfach aufpassen, dass dieses Bedürfnis nicht alles andere überdeckt. Und
da, also ich will es nicht Suchtpotenzial nennen, das ist vielleicht zu viel, aber man sollte auch bei solchen Denkmustern, genau, oder bei esoterischen Konstrukten darauf achten, wenn man das macht, immer ein Stückchen Abstand sich zu bewahren, damit man sich nicht zu sehr davon abhängig macht. Und ein letzter Exkurs noch ganz kurz, aber auch das häufig kam, also 12 Tage, 12 oder 11 Rauhnächte, je nachdem, also da wird es schon schwierig, eigentlich sind es ja die 11 Nächte, dann muss man aber aufrunden auf 12, damit das passt, was ich jetzt gleich erzähle, nämlich jeder Tag steht für einen Monat, genau. Das hast du auch schon gesagt, und dann kann man entweder jeden Tag ein Ritual machen, jeden Tag beigießen und könnte dann für jeden Monat sozusagen sehen, was sich entwickelt im nächsten Jahr, wäre so eine Idee. Und dann gab es auch so eine Sequenz, da habe ich dann auch schon wieder geschrien, als ich das gehört habe, wo jemand sagt, ja, und aus der Psychologie wissen wir ja, dass die amerikanische Forscher haben herausgefunden, die Träume eine Manifestation des Unbewussten, nein, das wissen wir eben nicht, das ist null bewiesen. Wir wissen, dass da irgendwas im Gehirn passiert und vielleicht auch nur aufräumen. Mag man auch unbewusst nennen. Das ist übrigens die bestehende heutige These, dass wir einfach aufräumen im Gehirn, weil wir aber gar nicht wissen, warum es unordentlich ist. Wissen wir auch nicht, was da geräumt wird. Das hast du schön gesagt. Das ist das Problem dabei, was wir im Moment haben. Ja. Wir haben das Gehirn immer noch nicht in allen Bestandteilen bestanden. Aber auf gar keinen Fall ist es so, dass wir in der ersten Rauhnacht das, was wir träumen, eine Aussage für den Januar geben. Dieses Spielchen kann man machen, man darf interpretieren, aber es hat eben keinerlei Bedeutung, was wir träumen. Und wenn es nach mir geht, in 99% aller Nächte, in denen ich höchstwahrscheinlich träume, weil ich REM-Schlafphasen habe, meine Armbanduhr sagt mir, das ist sowas, dass ich das habe, diese REM-Schlafphasen, meine Billochina Smartwatch für 40 Euro, bevor jetzt Leute anfangen zu rechnen, dass ich eine Apple Watch habe, soweit bin ich nicht. Aber die sagt zumindest, dass ich eine REM-Phase gehabt habe. Also muss ich wahrscheinlich geträumt haben. Ich erinnere den Kram aber nicht. Und das würde jetzt schon auch bedeuten, jetzt sind ja schon wieder 6 Tage rum von den Rauhnächten oder 5 Tage rum. Das heißt also, bis Juni habe ich gar nichts im nächsten Jahr, weil ich nichts geträumt habe. Was soll mir das denn wiederum sagen? Also auch hier sieht man, naja, dass wenn du aber auch dann Winterschlaf machen willst, du hast mal gesagt. Ja, die nächsten 14 Tage mache ich dann ab Januar Winterschlaf. Das ist sowieso meine Idee. Aber nochmal, also auch hier wieder, da wird so ein bisschen hin und her gemischt und da wird auch gesagt, die Psychologie, und da wird so, werden so Versatzstücke aus irgendwelcher Forschung genommen und dann wieder als wahr verkauft. Es ist nicht so. Also weder das, was ihr träumt, wird im nächsten Jahr wahr. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Umzug. Ne? Also der erste Traum, die erste Nacht in der neuen Wohnung, genau, sagt was darüber. Es ist halt genau der gleiche Kram und der wird dann auch mal auf die Rauhnächte verschoben. Wir haben, das passt eigentlich auch auf die Rauhnächte und auf Weihnachten, wir haben ein Bedürfnis nach Ritualen und wir möchten gerne Ordnung in der Welt schaffen und bestimmte Dinge auch mit Sinn aufladen. Das heißt, wir brauchen Sinnstiftendes in unserem Leben. Und all diese Dinge, diese Bedürfnisse, die wir haben, übrigens die nun wirklich nicht erst seit gestern, das lässt sich, glaube ich, sehr gut durch die Kulturgeschichte verfolgen, dass wir eben dieses Bedürfnis haben. All das kann man eben auch an diesen Handlungsanweisungen, an diesen Geschichten und an diesen Traditionen ablesen. Und es ist ganz oft so, das Gewand ändert sich, aber das, was dahinter steckt, die Art und Weise, wie wir ticken, wovor wir Angst haben, was wir brauchen in unserem Leben, was wir uns wünschen und was wir erhoffen, das bleibt eben doch im Großen und Ganzen gleich. Wir werden euch eine ganze Reihe von Quellen verlinken, wo ihr drin rumlesen könnt, wo ihr auch die verschiedenen Bräuche euch nochmal anschauen könnt. Was ich sehr, sehr schön fand, war so ein ganz kurzer Beitrag bei Buten und Binnen, also drinnen und draußen vom NDR. Da war aber der Text auch besonders schön, der zu diesem Beitrag geschrieben worden ist, weil da nämlich eine Kulturwissenschaftlerin befragt worden ist, die sich mit diesem Thema auskennt. Und da sind ein paar sehr schöne Zitate. Das wird so eine der ersten Quellen sein, die ihr unter dieser Episode finden werdet auf unserer Homepage. Und generell einfach das Thema Rauhnächte. Man könnte das jetzt, wir hätten wahrscheinlich auch ganz viel über die wilde Jagd beschreiben können, aber im Grunde genommen ist es, wie Alexa sagt, es gibt eine Unmenge von Versatzstücken, von Sagen, man könnte Erzählungen. Das wahnsinnig spezifisch aufdröseln, wenn man das wollte. Genau, ja. Und es gibt zum einen nicht A, die Rauhnächte, das ist wirklich ganz, wie du sagst, lokal unterschiedlich, und B, schaut einfach, dass es nicht zu sehr in die Esoterik abgleitet und vor allen Dingen, dass man sich da nicht unfrei macht. Denn das Problem, was ich da sehe, ist, wenn man zwischen den Jahren irgendwelche Rituale macht
und dann das Gefühl hat, das hat was gebracht, dass sich das so beschleunigt und das ist das, was du beschrieben hast. Ja, dann muss es ja nur passieren, irgendwie im Jahr drauf hat man dann keine Zeit oder es ist irgendwas und kann das nicht machen. Und wenn du dann das Gefühl hast, um Himmels Willen, jetzt konnte ich das nicht machen, jetzt passiert entweder nichts Gutes oder es passiert sogar was Schlimmes, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man sich da in eine sehr ungute Richtung bewegt hat. Ich habe deinen Punkt nochmal gemacht, den du ja eigentlich schon sehr gut gemacht hast. Egal. Also das ist mal unser Take auf die Rauhnächte, da kann man ganz viel zu lesen und da, wie gesagt, wenn man dann erstmal über die ersten 4 Google-Seiten hinweg ist mit Esoterik, dann kommt auch vielleicht der ein oder andere ganz interessante Artikel, den man mal lesen kann. Und das wollten wir euch zur Einordnung gerne einmal mitgeben zum Abschluss dieses Jahres. Und das heißt aber auch nicht, dass man diese Sagen nicht mit einem wohligen Gruseln erzählen kann und sich daran freuen kann. Das wirklich nicht, weil da sind echt schöne Geschichten dabei. Auf jeden Fall. Jetzt machen wir einen harten Cut, denn gleich kommt das Interview mit Cornelius Krutz, den kennt ihr eventuell aus alten Huxley-Episoden, Huxley Crime, da haben wir schon das ein oder andere Mal mit ihm hochinteressante Episoden gemacht. Diesmal geht es eher so um ein, sagen wir mal, politisches Thema. Das könnt ihr euch gerne jetzt erstmal anhören. Das ist nochmal ein halbes Stündchen, aber das vergeht wie im Fluge und es ist einfach hochgradig spannend, was Cornelius immer so zu erzählen hat. Und danach lösen wir natürlich dann auf, was es mit der Kakerlake im Kuchen auf sich hat. Hoaxilla Interview. Bei uns zu Gast heute in dieser Episode mit einem kleinen Bit und demnächst 2023 nochmal ein bisschen mehr, weil wir gerade schon ein bisschen vorgesprochen haben. Professor Cornelius Krutz, jetzt darf ich dich ja sogar Professor nennen. Ich versuche das jetzt mal zu sagen, was du machst und dann korrigierst du mich bitte. Du bist am Lehrstuhl für forensische Molekulargenetik in Köln. Habe ich das richtig gesagt? Wahrscheinlich nicht. Er heißt wahrscheinlich anders. Doch, das ist richtig, ja. So heißt die Professur forensische Molekulargenetik, ja. Und das ist dann das Forensische Institut an der Universität zu Köln, an wo du jetzt aktuell arbeitest. Also die Uniklinik gehört zur Universität und das Institut für Rechtsmedizin ist Teil der Uniklinik und damit auch der Uni im weitesten Sinne. Und da arbeite ich also neben der Professur auch dann in der Abteilung für forensische Molekulargenetik quasi als forensischer Genetiker. Und du warst ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast, also Rechtsmedizin, du bist jetzt nicht derjenige, der tatsächlich die Autopsie durchführte, sondern du machst es mit Spuren und anderen Dingen an Tatorten. Das ist so eher dein Thema, was du machst an der Rechtsmedizin. Ganz genau. Also es gibt immer wieder Überlappungen. Das ist auch ein großer Standortvorteil der Rechtsmedizin, diese Möglichkeit, Straftaten, forensische Fälle transdisziplinär zu bearbeiten. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass ich auch im Obduktionssaal bin, um zum Beispiel zu beratschlagen, welche Proben von einer sehr stark entstellten, verbrannten oder sonst was Leiche entnommen werden sollten, damit das für uns gut geeignet ist, um die Identifizierung zu machen. Also wir haben durchaus auch mit Leichen zu tun, aber die Obduktion, genau wie du sagst, führen die Rechtsmediziner durch. Und wir machen die Nukleinsäureanalytik hinsichtlich verschiedenster Fragestellungen. Also nicht nur die Identifikation von Leichen, sondern auch die individuelle Zuordnung von DNA-Spuren, aber auch, und das ist ja mein Forschungsschwerpunkt, die Kontextualisierung von Spuren vermittels der forensischen RNA-Analyse. Jetzt sprechen wir heute nicht inhaltlich, sondern eher auf der Metaebene miteinander über ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt und einen Aufruf, den du gerne starten möchtest, der hat zu tun mit einem Forschungsstandpunkt in Deutschland. Magst du vielleicht, bevor wir zum konkreten Aufruf kommen, einmal kurz beschreiben, wie die Forschungslandschaft generell in der Rechtsmedizin in Deutschland beschaffen ist? Also forensische Dienstleistungen oder forensische Analysen führen in Deutschland 3 Arten von Institutionen durch. Einerseits die Institute für Rechtsmedizin, das sind auch die einzigen, wo Obduktionen stattfinden. Dann aber auch die Landeskriminalämter, das hat jedes Bundesland hat eins, plus das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Die haben große, große Labore für forensische Molekulargenetik, aber auch für toxikologische Untersuchungen und natürlich dann solche Sachen, die an der Rechtsmedizin gar nicht stattfinden, ne, wie Fußspuren, Reifenspuren, IT-Forensik und so weiter. Und dann gibt es auch noch Privatlabore.
die sowas anbieten. Die müssen sich dann alle nach so einer entsprechenden Norm akkreditieren lassen, womit sichergestellt ist, dass das auch gewisse hohe Standards erfüllt. Aber es gibt sozusagen keine gesetzliche Regelung, die verhindert, dass das privat wirtschaftlich abgebildet wird, solche Dienstleistungen. Und du hast nach der Forschung gefragt, die findet eigentlich zu über 98, 99% nur in der Rechtsmedizin, also mit Bindung an die Universität statt. Mhm. Es gibt immer mal wieder so ein paar kleine Projekte, die auch an Landeskriminalämtern laufen. Die sind dann zum Beispiel als Kooperationspartner in EU-Projekte involviert, haben aber in der Regel gar nicht die Zeit und die Leute dafür, um die für Forschung abzustellen. Und für diese Privatlabore, da gibt es auch ab und zu mal ganz vereinzelt so Orchideenprojekte, wo die was machen. Aber auch da ist natürlich die Frage, bringt denen das Geld? Und in der Regel nicht. Forschung kostet eher Geld, das heißt, das findet da eigentlich auch nicht statt. Mit anderen Worten, die gesamte forensische Forschung findet eigentlich an der Rechtsmedizin an der Universität statt. Mhm. Konkret geht es heute um die Charité in Berlin, die immens wichtig ist für den Forschungsstandort Deutschland in diesem Bereich. Und ganz da genau, ist jetzt das Institut geschlossen. Da ist das Institut geschlossen worden, wenn ich das richtig verstanden habe, für Molekulargenetik, oder? Also ist das noch der Sachstand? Oder soll geschlossen werden? Die Abteilung ist geschlossen worden und ist dann nur wegen einer, also das ist jedenfalls mein Take davon, wegen einer massiven Gegenreaktion, man würde das heutzutage als Shitstorm bezeichnen, wieder in so einer verzwergten Rumpfversion neu eröffnet worden und dann aber irgendwie in so einer halb privaten Abbildung, also irgendwie so ein bisschen prekär als unter doch irgendwie privatem Mantel, aber an die Charité gebunden. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also die Charité hat natürlich auch als Uniklinik eine Abteilung für ein Institut für Rechtsmedizin. Und die hatten eben diese große, arrivierte Abteilung für forensische Genetik oder Molekulargenetik, wie andere Rechtsmedizin auch. Und das war wirklich eine der größten und arriviertesten Abteilungen in ganz Deutschland, ne, wo also 150 Jahre Gutachtererfahrung saßen, Kollegen, die sehr, sehr bekannt sind, auch international. Also zum Beispiel einer der Kollegen dort in der Abteilung ist international als die Koryphäe für das Y-Chromosom angesehen. Also das ist ein forensisch sehr relevanter Marker, das ist das männliche Y-Chromosom und im Prinzip ist er da eine der großen weltweiten Koryphäen. Und vor allem haben der und ein weiterer Kollege eine Datenbank kuratiert und tun das noch immer, die weltweit verwendet wird, um solche Y-chromosomalen Analysen biostatistisch auswerten zu können. Das ist gerade bei Sexualdelikten zum Teil von entscheidender Bedeutung. Und all das ist sozusagen einfach verworfen worden mit dieser Schließung, die ausschließlich finanzielle Hintergründe hat. Und es war lange Zeit gar nicht klar, wie es jetzt mit der Datenbank weitergeht, ob die einfach dicht gemacht wird, weil auch deren Trägerschaft nicht richtig geregelt war. Und das hat also sehr viele im Feld extrem besorgt. Also erstens das Schicksal der Datenbank, zweitens aber auch der Fakt als solcher, dass diese Schließung überhaupt stattgefunden hat. Vielleicht ganz kurz einmal den Exkurs, weil das kriegen wir sonst bestimmt als E-Mail. Was ist am Y-Chromosom so wichtig und warum ist ein Chromosom in dieser Arbeit so entscheidend? Kannst du das kurz zusammenfassen und dann vielleicht machen wir dann demnächst nochmal etwas mehr elaboriert ein Gespräch darüber? Aber ein paar Worte. Ist auch eine berechtigte, gute Frage. Also die sehr, sehr häufig sind Sexualdelikte in der Konstellation, dass Frauen Opfer von männlicher sexualisierter Gewalt werden. Und dann gilt es natürlich darum, wenn das Ganze objektiviert werden soll, also durch Evidenz, Spuren zu sammeln, zum Beispiel im Urogenitalbereich bei einer vollzogenen Vergewaltigung mit Ejakulation oder sowas. Und wenn dann Spuren entnommen werden, Proben entnommen werden, ist es ganz oft der Fall, dass nur ganz wenige männliche Zellen in dem großen weiblichen Umfeld, also in dem weiblichen Hintergrund, da wird ja, ne, das sind ja Proben, die von Schleimhauten entnommen werden, aus dem Inneren des weiblichen Körpers, wo also überall die Opfer-DNA ist, dass man also nur noch ganz vereinzelt männliche Zellen hat. Und wenn man da dann die autosomalen Merkmale anschaut, kommt es regelmäßig dazu, die männlichen Merkmale, mal flapsig gesagt, absaufen vor diesem extrem starken weiblichen Vordergrund. Man kann sie nicht wirklich darstellen. Und wir wollen ja unbedingt vom Täter das DNA-Profil generieren, um ihn entweder zu finden, zum Beispiel in der Datenbank, oder wenn man schon einen Verdächtigen hat, abzugleichen, ob es auch wirklich seine DNA ist. Mhm. Und das gelingt oft in dieser autosomalen Konstellation nicht. Da aber Frauen kein Y-Chromosom haben, kann man aus diesen DNA-Proben, aus diesen gesicherten Spuren, parallel dazu auch das Y-Chromosom, also die Y-chromosomale DNA,
amplifizieren und analysieren. Und dann kriegt man natürlich nur die männlichen Merkmale. Es gibt also keinen störenden Hintergrund oder Vordergrund von weiblicher DNA. Und dann kann man das Y-Chromosom des Täters in dem Fall darstellen und über diesen Weg versuchen, diese Person zu individualisieren. Da gibt es ein bisschen eine andere formale Genetik dahinter, weil das Y-Chromosom, so wie es ist, en bloc vererbt wird. Also jeder Mann hat ein identisches Y-Chromosom wie alle mit ihm in männlicher Linie verwandten Männer. Das heißt, man könnte dann nicht sagen, das ist vom Tatverdächtigen, sondern von dem Tatverdächtigen oder mit ihm in männlicher Linie verwandten Männern. Mhm. Aber oft lässt sich das durch Tatsachen einfach ausschließen, dass auch ein Bruder oder ein Vater oder ein Opa oder so vom Tatverdächtigen als Täter in Frage kommt, sodass man dann sagen kann, naja, das ist wahrscheinlich doch dieser Person, dieser Linie zuzuordnen. Und dann kann man, wenn man die Datenbank hat, berechnen, mit einer wie großen Wahrscheinlichkeit diese Übereinstimmung Zufall ist oder nicht. Und das ist ja genau das, was man will. Ne? Wenn wir jetzt Y-chromosomale Merkmale finden, aber zu dem Schluss kommen, die hat jeder zehnte Mann in Deutschland, ist das natürlich überhaupt keine Belastung oder auf jeden Fall gar keine Grundlage für eine Verurteilung. Ist es aber super selten, dann könnte man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das eine zufällige Übereinstimmung ist, ist beliebig gering. Und das ist natürlich extrem wichtig für das Gericht zu wissen, weil sonst würden wir als Genetiker nur sagen, ja, die Spuren stimmen überein, die DNA-Profile sind identisch. Und dann fragt der Richter, und was heißt das jetzt? Und dann würden wir sagen, wissen wir doch nicht. Wir haben ja keine Daten, mit denen wir das berechnen können. Und deswegen ist das so wichtig und so bedeutsam, dass diese Datenbank zur Verfügung steht. Das ist jetzt wunderbar beschrieben und damit kann man ja auch die Relevanz in der Strafverfolgung natürlich und natürlich für Opfer von sexueller Gewalt, dass dann auch die Täter der Gerichtsbarkeit zugeführt werden. Jetzt könnte man ja sagen, wieso ist denn das an der Uni? Du hast vorhin schon von Landeskriminalämtern oder dem Bundeskriminalamt gesprochen. Müssten die das nicht können? Also sind die nicht eigentlich dafür zuständig? Also dann könnte man ja sagen, gut, dann kann man den Laden ja an der Uni zumachen. Dafür ist ja eigentlich die Polizei oder die Polizeibehörden zuständig, oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt sehr, sehr politisch, die Antwort, weil das lässt sich nicht von der Forschung trennen. Also solche Datenbanken zu kuratieren, gerade bei der Y-chromosomalen Datenbank, wo auch die Biostatistik deutlich komplexer ist und wo noch solche Aspekte mit reinkommen wie biogeografische Herkunft, weil ja die Y-Chromosomen also Erblinien zurückverfolgen lassen, kann man eigentlich auch etwas über die biogeografische Herkunft einer Person sagen, also so ein bisschen die genetische Migrationsgeschichte, wenn du so willst. Und diesen Aufwand, auch was die Forschung angeht, zu betreiben, das können die LKA einfach nicht. Die sind sowieso schon überladen, überfordert mit der schieren Masse an Spuren, die bekommen, was übrigens an der Wurzel des Problems der Schließung der Charité-Abteilung liegt. Und die würden es nicht, ich würde einfach mal sagen, kapazitär nicht schaffen, dieses zu bewältigen. Hinzu kommt, dass die generell eben auch einfach nicht die Möglichkeit haben, Forschung zu machen, Sachen zu validieren, rumzuprobieren, Doktoranden zu betreuen und so. Das packen die nicht von der Zeit her. Gibt es denn, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es einen Shitstorm gegeben hat, eine wirklich immense Reaktion auf diese Schließung. Gibt es denn überhaupt noch eine Möglichkeit, das am Leben zu erhalten, den Bereich? Kann man noch was machen? Ich glaube, dass der Zustand jetzt, so wie er ist, so bleiben wird, weil sozusagen das Allerschlimmste insofern abgewendet worden ist, als nicht einfach alles dicht gemacht worden ist und die mehreren tausend Fälle, die da ja noch in Bearbeitung waren, entweder einfach auf der Straße landen oder als Batzen dem Landeskriminalamt Berlin übergeben worden sind. Das hätten die auch nicht bewältigen können. Mhm. Also es gibt jetzt wieder, wie ich schon eben angedeutet habe, eben diese etwas beschnittene, prekäre Rumpfabteilung, also die deutlich geringer ist, mit viel, viel weniger Personal als zuvor, wo auch die Frage ist, können die überhaupt in dem Maß noch Forschung machen? Also das war man ja von der Charité in Berlin, von der Abteilung gewohnt, dass da auch gute Forschung herkam. Oder ist das einfach nur so ein gerade Überleben und Abarbeiten, was da noch so ist? Und das ist das, was ich glaube. Es wurde dem Personal, das da sozusagen gekündigt wurde, ist dem wurde angeboten, zum Landeskriminalamt zu gehen, weil das natürlich alles sehr Experten sind, die da nahtlos ihre Tätigkeit weiter vollführen können. Haben wohl auch einige gemacht. Andere haben dem den Rücken gekehrt. Interessanterweise eine Sachverständige, die ist auf meine alte Stelle in Kiel gegangen. Also die hat ganz Berlin hinter sich gelassen und hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr darauf und ist nach Kiel gegangen.
Also das heißt, es gibt einen enormen Abfluss von Expertise. Ne? Einige haben auch das Feld ganz verlassen. Und ich glaube, es wird jetzt so bleiben. Noch gibt es die Datenbank, die ist zum Glück nicht dem zum Opfer gefallen. Soweit ich weiß, bemüht sich gerade die Internationale Gesellschaft für Forensische Genetik, die irgendwie aufzufangen oder der eine Heimat zu geben, die nicht mehr so prekär ist, dass dann da, wenn da irgend so ein BWLer oder so eine Controller sagt, nee, ach, das kostet alles nur Geld, das machen wir nicht, das brauchen wir ja nicht, dass das nicht passieren kann. Also dass dieses extrem wichtige, weltweit genutzte Tool ja auch im Sinne der Rechtssicherheit erhalten bleibt. Mhm. Das dauert aber eben, bis das abgewickelt wird. Aber das ist nur der eine Aspekt. Der andere ist eben, dass diese Abteilung überhaupt geschlossen werden konnte und mit welchem Argument. Und was uns als jetzt zwar nicht direkt Betroffene, aber doch in dem Feld befindliche Leute so besorgt ist, die Frage, ob das jemals nochmal wieder passieren kann, ob das anderen Abteilungen auch wieder erfahren kann. Wie ist denn, wenn du es nochmal zusammenfasst, die offizielle Begründung gewesen? Also du hast gerade schon mehrfach angedeutet, naja, das kostet nur Geld. Jetzt lebt man ja in der Vorstellung, oder zumindest ich tue das vielleicht noch in Teilen, dass wir in einem Land leben, das ja sagt, Land der Dichter und Denker und Forscher, in Klammern mal hinten dran gesagt, wir sind ein sehr, sehr reiches, wohlhabendes Land. Was sind denn die Gründe, dass wir uns an Universitätskliniken, wo ja solche forschenden Institute ja hingehören, dass man die nicht auf einem Feldwald- und Wiesenkrankenhaus nebenbei noch betreibt, ist schon klar. Aber die Universitätskliniken sollten doch solche Abteilungen haben und es muss doch auch Geld dafür geben. Was denn das Problem? Kannst du das benennen, warum da man jetzt sagt, da machen wir jetzt die Bretter vor und dann ist der Laden zu? Auch wieder sehr komplexe Frage, sehr politische Antwort. Also das ist auch in den Bundesländern jeweils unterschiedlich. Bei der Charité war es so, dass da kommen dann jetzt alle drei Player, die ich eben genannt habe, ins Spiel. Das ist das Standarten oder das viele Jahre lang Spuren, die das Landeskriminalamt nicht abarbeiten konnte, in so einer Art Ausschreibung oder in so einer Art Vertrag an die Abteilung der Charité weitergegeben worden sind. Und die haben natürlich dann dafür Rechnung geschrieben und damit auch Geld verdient. Das heißt also, die Spuren aus Straftaten, die das LKA nicht bewältigen konnte, wurden dann zum Teil jedenfalls von dieser Abteilung bearbeitet. Dieser Vertrag war, so wie es aussieht, nicht konform mit der geltenden Rechtsprechung bezüglich des Vergaberechtes. Und da hat dann ein privater Anbieter, und das ist dann der dritte Player im Spiel, wohl gegen geklagt und erstmal nicht Recht bekommen, dann hat sich was geändert und dann doch Recht bekommen, so dass am Ende dieser Vertrag seitens des Gerichts als nicht rechtskonform beurteilt wurde, woraufhin das sofort wegfiel. Und dann, und da kommt jetzt deine Frage auch natürlich so, sollte das nicht egal sein, so im Sinne von, ja, okay, ist blöd, wenn die Abteilung jetzt diese Aufträge nicht mehr bearbeitet und mithin das Geld, das damit erwirtschaftet werden kann, nicht mehr einholt. Genau das hat dann das Uniklinikum anders gesehen, nämlich gesagt, naja, jetzt machen die ja wahrscheinlich rote Zahlen oder miese oder sowas, dann machen wir die gleich dicht. Das ist genau der Schritt, den ich so katastrophal finde, dass man an den Bestand einer solchen Abteilung ein Preisschild klebt. Das ist so wie zu sagen, die Polizei macht keinen Gewinn, machen wir die doch mal zu. Weil natürlich das natürlich nicht das Einzige ist, was da gemacht wird. Nämlich, klar, diese Dienstleistung im Sinne von als Möglichkeit, Geld zu erwirtschaften, ist gut und für das Uniklinikum attraktiv. Aber das ist ja die Forschung und die Lehre vor allem, die da stattfindet. Das sind auch die einzigen Orte, wo nachwachsende forensische Genetiker ausgebildet werden. Gibt es nur an der Universität. Von der Datenbank mal ganz zu schweigen. Die ist jetzt da an Personen gebunden und noch gibt es sie. Aber theoretisch ist die auch auf einem Server der Charité gehostet und da hätte man auch sagen können, naja, ach, wisst ihr was, das kostet auch alles Geld, das brauchen wir doch nicht. Also ihr verdient jetzt kein Geld mehr, dann machen wir euch dicht. Das ist das, was ich so katastrophal finde, das, was nicht sein darf. Und wir müssen unsere Dienstleistung zumindest gegenüber den Gerichten und den Staatsanwaltschaften gemäß dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz JVEG abrechnen. Und die Frage ist dann immer, ne, hat man genug Spuren, die man mit diesem Schlüssel abrechnen kann, um den Betrieb einer solchen Abteilung, wo natürlich dann auch Wissenschaftler und Doktoranden und teure Maschinen und sowas sitzen, um das wirklich zu tragen. Und wenn das nicht so sein sollte, ist die Frage, darf dann so eine Abteilung zugemacht werden?
Oder sagt man, naja, das liegt im Interesse des Staates, im Interesse der Rechtssicherheit, dass man dann bezuschusst, ne? Wenn also so eine Abteilung sich nicht. Und das ist mal unser Argument, dass es nicht so sein sollte, dass wir uns finanzieren müssen mit diesen Routineleistungen, ja, sondern dass anerkannt wird, dass die Forschung und die Lehre, die wir machen, absolute Werte an und für sich selber sind und unbedingt erhalten werden müssen. Und übrigens auch dafür gesorgt werden muss, dass wir eine Mindestanzahl von Spuren bekommen, einfach für den Kompetenzerhalt. Und auch, um das in Forschung und Lehre zu verwenden, weil das natürlich gerade unsere Forschung ist extrem anwendungsbezogen. Das heißt, wir müssen, wir gucken uns natürlich echte Spuren an und lernen daran Dinge und kriegen Ideen für neue Forschungsprojekte oder für Fragestellungen, die sich ergeben. Ich habe es gerade ja eben im Vorgespräch erläutert, ne, zum Beispiel dieses molekulare Alibi. Das ist etwas, also die Feststellung des Depositionsurzeitpunktes einer Spur, die sich aus der direkten Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden ergeben. Das wäre super für die, das brauchen die. Und wir machen uns dann Gedanken, wie das in der Forschung halt ist. Wie können wir das darstellen? Welche Moleküle können wir uns dafür angucken? Wie geht das? Und um das zu üben, um das auch unter realistischen Bedingungen abzubilden, brauchen wir natürlich auch echte Spuren. Und genau in diesem Spot sind wir. Und wenn man dann Medizin als solche, das weißt du selber, Alexander, aber auch die, ne, aber erst recht die Unikliniken, das nur als Geschäft, nur als Zahlen, als reine Rendite-Kuh ansieht, dann kommt das zu solchen seelenlosen Entscheidungen wie so eine Abteilung mit also eine der arrogiertesten in Deutschland, mit weltweitem Ruf, die auch gut publiziert haben, dicht zu machen. Und das ist so eine katastrophale Botschaft, weil das jetzt eben nicht irgendeine kleine Zwei-Mann-Abteilung aus Klein-Kleckersdorf, sondern die Abteilung aus der Charité, die wirklich jeder kennt, betroffen hat. Und das hat uns alle sehr aufgerüttelt und das darf nie wieder passieren. Ja, wir erleben ja da etwas, also da kommen ja zwei Komponenten im Grunde genommen zusammen. Zum einen, dass wir Schließung von Abteilungen in Krankenhäusern oder Unikliniken ja erleben. Tatsächlich, wir jetzt aktuell Ende 2022 erleben wir das mit den Kinderkliniken, wo wir viel zu wenig Betten haben für schwerkranke Kinder, wo man gar nicht weiß, wo kann man die denn hinbringen, weil die in so einem Renditenplan halt nicht so lukrativ sind und nicht so attraktiv sind. Deswegen macht man die Abteilung zu. Gleiches gilt ja übrigens auch für die Abteilung für Geburtshilfe. Also auch da ist es ja so, dass gar nicht mehr in jeder Klinik Kinder geboren werden können, weil das auch eigentlich zu teuer ist und andere Sachen sind viel günstiger. Dafür sind so kleine Knie-OPs, die in der Regel überflüssig sind. Aber wenn man mal kurz so eine Knieendoskopie macht, das lohnt sich total, obwohl das nicht gebraucht wird. Also das ist sowieso ein generelles Problem, was wir ja im medizinischen Kontext generell haben, bei uns in Deutschland, an das wir rangehen müssen. Und jetzt bei den Instituten für Forensik oder für Molekulargenetik geht es ja noch weiter. Da greifen wir ja in die innere Sicherheit unseres Landes im Grunde genommen. Ja. Das ist ja nochmal fatal. Also ich will jetzt gar nicht die Gesundheit von Menschen gegen die innere Sicherheit aufwiegen, aber beides sind ja eigentlich Dinge, die nicht gehen und die jedem normal denkenden Menschen bewusst sein müsste, dass man sagt, ja gut, da müssen wir halt ein bisschen Geld rein investieren, da dürfen wir gerade mal nicht sparen. Ja. Also da kommen ja eigentlich drei Bereiche, in denen es absolut fatal ist, rein finanziell und vor dem Hintergrund einer Nützlichkeit zu denken. Die Rechtssicherheit, das Ansehen der Wissenschaft und der Forschung und das Thema Gesundheit, der Bereich der Gesundheit, das sind ja alles Dinge, wo man absolut nicht abwägen sollte, ob sich etwas finanziell einfach nur rentiert oder ob es vielleicht auch auf anderer Ebene wichtig ist. Und insofern finde ich deinen Appell immens wichtig. Darüber müsste einfach viel mehr gesprochen werden, damit eben das, was ja in der Politik so oft gesagt wird, ja, wir wollen Deutschland als Forschungsstandort erhalten und wir wollen natürlich ein System, ein Gesundheitssystem auf höchstem Niveau. Und dann sind das aber letzten Endes doch oft nur Lippenbekenntnisse. Und wenn es dann hart auf hart kommt, werden die Entscheidungen doch eben wieder von dem finanziellen Hintergrund getroffen. Und das ist wirklich fatal. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und es gibt eine Parallele oder der übergeordnete Punkt, also die ganze gesamte Rechtsmedizin als Disziplin sieht sich einem ähnlichen Problem gegenüber, dass immer noch da auch wieder Rechtfertigungszwang herrscht. Ne? Also es gibt mehrere Beispiele, wo sich eine Universität entschlossen hat, prominentes Beispiel ist Aachen, die Rechtsmedizin dicht zu machen. Das heißt also, sich die Blöße zu geben, aus nicht mal mehr eine Vollfakultät zu sein. Man kann in der Stadt Aachen derzeit nicht Medizin studieren alleine, also ohne die Hilfe Kölns. Wir übernehmen nämlich die Rechtsmedizinausbildung der Aachener Studenten.
könnte in Aachen keiner sein Medizinstudium zu Ende bringen, weil die keine Rechtsmedizin mehr haben. Natürlich wird in Aachen trotzdem weiterhin gestorben und natürlich muss obduziert werden. Ich nehme mal an, dass die Obduktionsquote in Aachen daraufhin noch mehr gesunken ist, denn die Leichen werden dann schön auf eure und meine Steuerzahlerkosten mit dem Leichenwagen von Aachen nach Köln gekarrt, um bei uns obduziert zu werden. Und wenn das ein Tötungsdelikt ist, sitzen da auch noch Staatsanwälte und Polizei mit drin, Dienstwagen, ganzer Dienstzeit und so weiter, der ganze Kram, der damit dranhängt. Und das mag durchaus sein, dass daraufhin man sagt, muss das jetzt wirklich sein mit der Obduktion? Und dann hat man wieder dieses extrem wichtige Instrument der Todesursachenfeststellung nicht genutzt. Ne? Und dann haben wir haben ja schon eine etwas ältere Studie zwar, aber die hat ja diesen extrem fatalen Befund, dass in Deutschland vermutlich jedes zweite Tötungsdelikt gar nicht erkannt wird, weil die Obduktionsquote eine der niedrigsten in ganz Europa ist. Und warum ist das so? Weil Tote keine Lobby haben. Es gibt da keine reichen Patientengruppen, keine großen Gelder, sondern das sind Tote. Und im Prinzip interessiert es keinen, was mit denen ist. Und die paar Hinterbliebenen oder die Staatsanwälte, die dann irgendwie dem Staat gegenüber die Todesursache erklären müssen, die haben nicht den politischen Hebel, um da was zu machen. Und das ist, es ist ein Armutszeugnis. Ja, beschämend. Hattest du einen Appell für unsere HörerInnen zum Ende? Was kann jetzt der Interessierte, vielleicht jetzt auch ein bisschen Betroffene, also im Sinne von emotional Betroffene Bürger, BürgerInnen tun? Was können wir denn machen, damit das nicht passiert? Aufmerksam machen, darüber reden? Oder? Ja, ich glaube, das ist eine der wichtigen Sachen, dass dieser Shitstorm, der sich ergeben hat, als diese Schließung passiert ist, hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass das nicht einfach so unterm Radar geblieben ist. Und dann haben alle Fachgesellschaften, die ISFG, also die Internationale Gesellschaft für Forensische Genetik, die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin, die Universitäre Forensische Genetik, alle möglichen Fachgesellschaften, aber obersten Richter vom Landgericht in Berlin und so weiter haben alle also entrüstete Briefe geschrieben und auf die eklatanten Folgen hingewiesen, so dass dann am Ende auch Politiker mit ins Boot gekommen sind. Von den Grünen, von der SPD, die gesagt haben, das geht gar nicht. Und nur so ist eine Gegenbewegung entstanden. Mhm. Und was wir jetzt wollen, ist erstens zu sagen, Leute, erstens mal, das ist passiert. Zweitens, das darf nie wieder passieren. Und drittens, die beste Möglichkeit, dass das nie wieder passieren kann, wäre ja zu regeln, wirklich gesetzlich zu regeln, dass universitäre Abteilungen für forensische Genetik gar nicht geschlossen werden können. Mhm. Dass es gar nicht möglich ist, die zuzumachen und schon gar nicht aus finanziellen Gründen. Und weil ein allgemeines Interesse des Staates, der Rechtsprechung, der Rechtssicherheit besteht, dass diese Abteilungen die Forschung, Lehre und auch Dienstleistungen in diesem Bereich machen, Bestand haben. Kleiner Zusatz noch zu den Dienstleistungen, weil du es eben gefragt hast, Alexander, warum machen das die LKE nicht? Also erstens mal haben die nicht die Zeit dazu und zweitens gibt es ganz viele Spezialdienstleistungen, die auch nicht die Zeit haben zu etablieren, die es zum Teil nur an Rechtsmedizin gibt. Also man kann gar nicht sagen, naja, wenn jetzt die zumachen, dann können ja die LKE alles abfangen. Nein, zum Beispiel die forensische RNA-Analyse, die nur in Deutschland in drei Labors überhaupt akkreditiert ist, Mainz ist eins davon, oder die forensische Altersbestimmung oder Einzelzell-Hautschuppenanalyse oder solche Dinge, die gibt es an den LKE nicht und erst recht nicht an den Privatlaboren, weil da kein Geld drin steckt. Das sind aber inzwischen Instrumente, die für die Aufklärung von schwersten Straftaten, gerade im Sexualstraftatenbereich, von erheblicher Wichtigkeit bis entscheidend sind. Da könnte ich jetzt euch zig Fälle nennen, wo ich auch in Deutschland rumgefahren bin, um bei Gericht RNA-Gutachten zu vertreten, ohne die der Fall nicht hätte aufgeklärt werden können. Das wird alles wegfallen, wenn die universitäre forensische Genetik weg ist. Und das sollte auf der Hand liegen, dass das also in jedes Menschen Interesse ist, das zu erhalten und idealerweise gesetzlich zu regeln, dass eben nicht das mit irgendwelchen finanziellen Incentives zu tun hat oder nicht wir irgendwie rumbuckeln müssen und uns da mit irgendwelchen Privatlaboren um Preise balgen. Das können wir sowieso nicht schlagen. Die haben Pepetierstraßen und Roboter, zahlen nicht unbedingt Tariflöhne, machen keine Forschung, Lehre, verschwenden damit in Anführungszeichen keine Zeit, sondern können ganz andere Preise bieten, dass wir gar keine Chance gegen die anzutreten. Und da am Ende der Preis das einzige Kriterium ist, weil alle die gleichen Standards erfüllen müssen, läuft es darauf hinaus. Das heißt, also die einzige Chance, die ich sehe, ist, das gesetzlich zu regeln. Und da muss man, ist, glaube ich, das in aufmerksam darauf zu machen, das in die Medien zu bringen, sei es jetzt so moderne Medien wie euer Podcast, ne, oder die Zeitung oder so,
um an Politiker, die an sowas interessiert sind, dranzukommen. Jedenfalls der beste Weg, der mir einfällt. Ne? Ja, Cornelius, Aufmerksamkeit auf das Thema können wir mit unserer begrenzten Reichweite gerne geben. Das finden wir auch ganz, ganz wichtig, das zu tun. Und wir haben schon mit dir gesprochen, nämlich das, was du sonst, wenn du dich nicht um solche politischen Themen kümmern musst, weil sie dich natürlich beschäftigen, weil du sie wichtig findest, nämlich ja Dinge, an denen du forschst, die für mich so ein bisschen klingen wie im US-amerikanischen Fernsehen, so ein bisschen Sci-Fi-mäßig, also der Zeitpunkt, an dem DNA, RNA-Spuren an einem Tatort hinterlassen worden sind, da genau die Uhrzeit zu bestimmen, ist ein Thema, mit dem du dich aktuell beschäftigst, oder auch das die Uhrzeit der Entstehung einer Wunde, das fand ich auch total spannend. Also all die Dinge, die natürlich dann der Polizei in ihrer Ermittlungsarbeit unglaublich helfen und entweder Täter belasten oder eben Menschen, die für Täter gehalten werden, entlasten. Also all diese Themen, die wir gerade schon angesprochen haben. Das ist das, womit du dich im Grunde genommen aktuell in deiner Forschungstätigkeit beschäftigst. Ja, ganz genau. Und da kann ich euch sehr, sehr gerne mehr von erzählen. Und weise nochmal hin, darauf hin, dass es solche Projekte eben nur an der Universität gibt, wo man dann die auch die Gelegenheit hat, sowas zu erforschen. Und unser Ziel ist ja immer, sowas dann auch in die Anwendung zu bringen. Das, was wir heute in der forensischen RNA-Analyse tun, nämlich Körperflüssigkeiten bestimmen, das geht schon in der Routine, war auch einmal ein Forschungsprojekt und ist dann bis zur Anwendungsreife geführt worden. Und das haben wir natürlich bei diesen Methoden auch im Auge. Und wie schön wäre es, wenn du deine komplette Energie 100%ig in solche Projekte stecken könntest und dich nicht mit solchen Fehlentscheidungen rumplagen müsstest. Und nicht Angst haben muss, dass sie den Laden zumachen, weil wir nicht genug Rendite machen. Ja, ja, das darf nicht sein. Unglaublich. Cornelius, wir hören dich im Frühjahr 2023 wieder hier bei uns im Podcast und dann haben wir vorher mal ein paar Publikationen versucht zu lesen. Da bist du ja mannigfaltig unterwegs und dann haben wir wahrscheinlich so eine lange Liste mit offenen Fragen, die wir dir stellen und da musst du uns das alles nochmal ganz genau erklären. Sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass ihr das auch wichtig findet und publik macht. Auf jeden Fall. Selbstverständlich. Cornelius, alles Gute für deine Arbeit. Wir drücken dir die Daumen für alle Projekte, die dann noch in der Zukunft bei dir laufen werden. Danke, bis bald. Einen guten Start in 2023. Ja, danke. Danke. Tschüss, tschüss. Ciao. Die Auflösung. Ist die Geschichte mit der Kakerlake im geteilten Kuchen wahr oder nicht? Nein, es handelt sich um eine, ja, wahrscheinlich dann schon ziemlich alte Geschichte aus Die Spinne in der Juckerpalme von Rolf Wilhelm Bredenich. Ich habe mich mal absolut zurück zu den Wurzeln begeben für die heutige Story. Und dort wird sie so beschrieben, dass die Mutter der Aufzeichnenden diese Geschichte von einer Nachbarin gehört hat und diese Nachbarin hat wohl angegeben, dass sich der Vorfall bei ihrer Freundin zugetragen hat. Also Friend of a Friend of a Friend, kann man sagen. Aus der Literatur, so schreibt Rolf Wilhelm Bredenich in dieser Ausgabe, war die Geschichte ihm nicht bekannt, zumindest nicht mit einer Kakerlake. Ich finde die aus zwei Gründen eigentlich ganz spannend, weil sie zum einen zeigt, wenn man irgendwie Lebensmittel kauft, das hat man ja ganz oft in diesem Modell, sagen, dann haben wir Menschen trotzdem irgendwie so ein bisschen Restangst vor unliebsamen Überraschungen, die da irgendwie im Verborgenen lauern und vielleicht hätten, wenn der Kuchen nicht geteilt worden wäre, dann irgendwelche Leute da einfach reingebissen, hätten dann auf diese Kakerlake gebissen. Und zum anderen ist es ein klassisches Beispiel für dieses schambeladene letzte Stück Kuchen, für den letzten Keks, für das letzte Schnitzel auf dem Teller oder was auch immer, das keiner haben will. Und eigentlich ist diese Lösung hier ja gut, dass man das dann teilen will, wobei es sicher nicht alle Personen, die da am Tisch sitzen, teilen, sondern nur die beiden Ehemänner. Auf der anderen Seite wird dieses Teilen natürlich wieder ins Negative verkehrt, dadurch, dass durch das Zerschneiden dann diese Kakerlake, diese eingebackene zum Vorschein kommt. Aber es zeigt eben, wie so oft bei modernen Sagen, sehr schön, was uns peinlich ist, wovor wir Angst haben, was so die sozialen Normen sind und das sagt halt einfach wahnsinnig viel über uns als Menschen und uns als Gesellschaft aus. Das finde ich immer sehr schön an diesen Geschichten. Damit sind wir am Ende der 310. Episode von Hoaxilla. Wir sind am Ende des Jahres 2022 und wir sind gleichzeitig auch am Beginn
einer ganz neuen Zeitenrechnung für uns, nämlich der Tatsache. Zeitenwende. Du hast den Doppelwumms erwähnt, jetzt hast du auch noch die Zeitenwende. Die hast du mir aber untergeschoben, die Zeitenwende. Unter die gerade. Weste gejubelt. Genau. Denn ab Januar, das werdet ihr jetzt ja nun wahrscheinlich mitbekommen haben, werden wir hauptberuflich Huxler betreiben und andere Nebenprojekte nebenbei natürlich auch. Was sich so ergeben wird, das müssen wir dann mal schauen. Und es wird, glaube ich, nochmal bis Februar dauern, bis wir auch sowas wie einen Sendeplan, das wollen wir nämlich eigentlich haben, dass wir feste Veröffentlichungs, sagen wir mal Zeiträume, also mir schwebt so vor, dass wir dann mal sagen, zum zweiten Wochenende des Monats kommt eine Folge und zum Ende des Monats Wochenende kommt die zweite Folge. Irgendwie so, das müssen wir mal gucken. Gebt uns da ein bisschen Zeit, damit wir das zurechtruckeln, aber da so eine gewisse Beständigkeit reinzubekommen, das wäre unser Plan. Gleichzeitig müssen wir hier oder will ich primär hier nochmal ein bisschen was an der Technik, an der Ausstattung anpassen. Ich habe hier noch Regale, die ich aufbauen muss, die man nicht sehen wird. Die werdet ihr auch nicht bei den Livestreams oder so sehen. Aber da kann ich dann Kabel und all so ein Zeug mal reinlagern, vernünftig ordentlich aufgeräumt. Auch mal Technik wegpacken, die ich gerade aktuell nicht benötige. Das sind Dinge, auf die ich mich sehr freue, dass ich dafür jetzt Zeit haben kann. Hier noch ein bisschen an der akustischen Trocknung des Raumes arbeiten, also so mit Pyramidenschaum. Das sind so alles Dinge, die wir angehen werden. Das ist fantastisch, dass ihr uns das ermöglicht, dass wir dazu jetzt die Chance haben. Und wir hoffen euch, das dann mit guten Huxler-Folgen entsprechend zurückzahlen zu können. Bisher seid ihr jetzt auf dem Level, dass ihr sagt, das ist schon gut genug, als dass ich dafür ein bisschen was euch gebe. Vielleicht macht es dann demnächst noch mehr Spaß, das zu tun. Ich werde immer mal wieder vielleicht das ein oder andere kurze Video mal hochladen. Ich denke, das werde ich auf unserem YouTube-Kanal tun und dann nicht jedes Mal in den Podcast-Feed tun, weil dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen unruhig. Aber wo ich dann mal so zeige, was gerade so an Arbeiten ansteht, was ich gerade so treibe, was man so eben nicht sieht, weil das Endprodukt werden wahrscheinlich die Ferngespräche und der Huxler-Podcast ein. Vielleicht sieht man da ja auch mal, wie die Katzen dich beim Arbeiten stören. So wie jetzt gerade, ich ja. Sehr froh bin, dass die schwarze Katze Lilith einfach nur auf dem warmen Laptop hier gerade liegt und die Wärme des Laptops die genießt. Und zum Glück habe ich die Abdeckung über das Mischpult gelegt, weil sie liegt quasi auf der Abdeckung des Mischpults. Sie nimmt das Mischpult gerade als Kopfkissen. Genau, wenn da nicht eine Abdeckung drauf wäre, würde sie an den Reglern schieben. Also genau, also all solche Aspekte, damit man auch einordnen kann, warum das jetzt ein Beruf ist, uns lesend, Dokus schauend, Bücher ausleihend und recherchierend zu sehen, ist wahrscheinlich nicht so spannend, aber das wird natürlich auch ein großer Bestandteil sein und natürlich redaktionelle Arbeit, Interviews, all diese Geschichten. Also das ist großartig, dass wir es können. Ich will es nur schon mal einmal so ein bisschen beschreiben und empfehlen, wenn ihr das mögt, den YouTube-Channel zu abonnieren. Da kommen eigentlich immer die Folgen ohne Bildspur, sondern eigentlich nur ein Standbild und die Folge. Und nein, ich habe da nichts davon, dass ihr das abonniert, weil der Kanal nicht monetarisiert ist. Da haben wir keine Einnahmen durch den YouTube-Kanal, weil da sonst irgendwer Werbung schalten könnte. Und das möchte ich natürlich auch nicht, dass da irgendein Quatsch an Werbung läuft. Insofern ist das nur, damit ihr informiert seid. Könnt ihr, wenn ihr mögt, auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Ja, ich möchte euch zum Schluss ganz, ganz herzlich danken für eure Unterstützung. Ihr tragt uns wirklich nicht nur durch die schönen Huxler-Zeiten, sondern auch durch schwierige Zeiten. Und die Zeiten sind ja für uns alle nicht besonders einfach momentan. Und ich möchte euch, die ihr das heute am 31.12.2022 noch hört, wünschen, dass ihr wohlbehalten und guten Mutes ins neue Jahr kommt, ob mit Räuchern oder ohne. Das bleibt ganz euch überlassen. Und Wachsgießen. Und Wachsgießen oder was auch immer. Genau. Lasst es euch möglichst gut gehen. Und ihr, die ihr das später hört, möchte ich sagen, ich hoffe, dass euer Jahr gut angefangen hat und dass es auch schön weitergeht. Und ich hoffe einfach mal, dass wir als Gesellschaft es schaffen, die Krisen, vor denen wir stehen und in denen wir schon drinstecken, zu meistern und dass wir es vielleicht sogar hinbekommen, daran zu wachsen. Ich weiß nämlich ziemlich genau, dass die Leute, die immer meckern und die gegen vernünftige Maßnahmen sind, in der Minderheit sind und dass eigentlich in der Mehrzahl die Menschen aufeinander Acht geben und freundlich zueinander sind, auch wenn die sozialen Medien manchmal etwas anderes suggerieren. Und für alle, die unsicher sind und die traurig sind, möchte ich vielleicht nochmal den Tipp geben, man kann im Netz relativ gut auch gezielt nach guten Nachrichten suchen. Mhm.
Man muss nicht immer nur alles Schlimme, was im Moment in den Medien ja sehr, sehr verstärkt stattfindet und auch natürlich zu Recht stattfindet, konsumieren. Man kann sich Auszeiten nehmen, auch von den sozialen Medien. Und man kann, wie gesagt, im Netz entweder durch entsprechende Apps oder einfach mal googeln nach guten Nachrichten suchen und wird dadurch vielleicht merken, dass wir zwar unfassbar viele Probleme haben, aber dass wir manche Probleme auch schon relativ gut und vernünftig angehen. Und das zu lesen, das tut richtig gut. Und jetzt als allerletzter Satz nochmal mit dem Blick auf die Selbstständigkeit. Eigentlich wollte ich jetzt gerne auch eine Statistik mal machen und anbieten und auch mal sagen, wie sieht's denn aus, wie viel Prozent unterstützen uns denn jetzt und wie sieht so die generelle Lage aus. Das Problem dabei ist, dass unsere Geschäftsbank heute und morgen Wartungsarbeiten an ihren Servers macht und ich komme gerade nicht an die Daten dran. Und das machen auch Rauhnächte. Wesentlicher Bestandteil unserer Statistik. Insofern kann ich sagen, am gestrigen Freitag habe ich mal so kurz drüber geschaut, da würden uns de facto ungefähr noch 100 Menschen fehlen, dann hätten wir diese magische 6%-Grenze erreicht. Es dürfen natürlich auch keine 7, 10, 12, 100% sein, aber wir haben ja immer gesagt, wenn 6% uns unterstützen, dann wird es funktionieren. Im Moment sind wir, würde ich sagen, bei 5%, also dass die 100 Köpfe fehlen uns noch auf 6%, aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Da wollen wir uns nicht beschweren, nur so als Größenordnung, weil wir darüber ja immer mal wieder auch gesprochen haben und da Rückmeldung geben wollten. Kann ich jetzt gerade nicht. muss dann am 2. Januar der Geschäftsführer der Uxilla-Firma da mal mit seiner Bank klären, warum die da einfach Wartungsarbeit machen an so einem entscheidenden Zeitpunkt. Und ansonsten, ja, danke, hast du gerade schon ausführlich gesagt. Also das gilt auch. Und ich werde auch noch mal in der 1. Januarwoche, 2. Januarwoche, also wenn ich mal aufwache aus meinem Tiefschlaf, denn ich habe jetzt zum Ende des Jahres exakt 2 Tage Urlaub noch gehabt. Das war auch irgendwie gut, ich will nicht jammern. Ist alles gut, ist alles gut gewesen, aber ich muss mal 3, 4 Tage, glaube ich, schlafen am Stück. Du humpelst auf dem Zahnfleisch ins neue Jahr. Das ist, das, wenn du da so sagst, ich hätte mich das nicht getraut, weil ich nochmal eine Statistik machen will. Ich habe das schon mal gepostet. Wir haben, das kann ich jetzt schon sagen, es sind über 3 Millionen Episoden Huxilla heruntergeladen worden. Und da habe ich einen Blick tatsächlich auf alle Systeme, die es gibt. Also egal, ob ihr uns bei Google, Apple, Spotify, diejenigen, die uns auf YouTube hören, was auch immer, das habe ich alles im Blick. Da sind wir bei, als das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren wir schon bei 3,2 Millionen Episoden. Auch da werde ich natürlich jetzt erst morgen nochmal abgreifen können und ich will da meine größer angelegte Statistik machen. Da nehme ich euch auch mit, vielleicht auch ein YouTube-Video. Ich muss mal gucken, wie ich das aufbereite. Und was mich am allermeisten fasziniert hat, war die Tatsache, dass wir Downloads, und zwar abgeschlossene Downloads, das kann ich sehen, in 172 Ländern der Welt hatte. Das hat mich wirklich geflasht. Dann habe ich erstmal gegoogelt, wie viele Länder gibt es eigentlich? Oder ist dieses Tool, für das ich Geld bezahle, kaputt? Ich sage nur 433 Vitamine. Ja, genau. Also das hat uns schwer beeindruckt. Da sind natürlich viele dabei, die vielleicht im Urlaub waren, die geschäftsmäßig unterwegs waren. Da wird es auch den einen oder anderen sein, die so eine VPN-Technologie nutzen und so sozusagen verschleiern wollen, wo sie realistischerweise sitzen, wenn sie einen Download durchführen, das ist mir völlig klar. Aber wir haben außerhalb von Deutschland, Österreich und der Schweiz 250.000 Episoden, die heruntergeladen worden sind. Und das ist einfach eine Größenordnung, die sehr, 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 sehr großartig ist. Also das ist fantastisch. Und dass wir so viele HörerInnen haben, auch wenn es Deutsche sind, die woanders gerade leben und arbeiten oder auch nur im Urlaub sind. Allein die Tatsache, dass jemand im Urlaub ist, und dann Huxilla hört, das finde ich schon beeindruckend. Also das hat uns doch sehr, sehr überrascht, wie weit verbreitet wir da sind. Das heißt, auch hier nochmal vielen Dank dafür, dass ihr uns so hört, dass ihr uns so unterstützt und dass ihr ja offensichtlich auch so viel Werbung macht. Auch das bekommen wir immer wieder mit in den sozialen Netzwerken. Wir können da nicht immer auf alles reagieren. Aber ich sehe das ganz, ganz häufig, wenn irgendwer den schweren Fehler macht, zu sagen, was könnt ihr mir denn für einen Podcast empfehlen? Und dann kriegen die 18, 12, 15 Mal Huxilla um die Ohren gehauen. Das tut mir schon immer fast ein bisschen leid. Ich freue mich natürlich, aber dann denke ich immer, will ich den dann hören, wenn mir jeder das Ding empfiehlt? Oder sage ich, naja, ist Mainstream, das will ich nicht. Also auch dafür natürlich vielen Dank, weil davon leben wir. Wir können
natürlich keine großartigen Werbekampagnen fahren. Das ist auch ganz wichtig für uns. Also Statistik finanzieller Natur, Statistik über die Folgen, da habe ich Spaß zu, das mal zu machen und mit euch zu teilen, weil das seid ja ihr, also diese Hörerstatistiken, das seid ja ihr. Und auch dafür habe ich Zeit. Also ihr merkt schon, es gibt ganz viele Dinge, die wir machen können und wo wir auch mal reinschauen können und Schlüsse für uns daraus ziehen können. Und da freuen wir uns ganz doll drauf. So, und jetzt alles, was meine Frau gesagt hat, hat sie viel besser gesagt. Das wünsche ich euch auch. Und natürlich zum Ende dieser Episode, zum Ende des Jahres und zum Beginn der Selbstständigkeit immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.